Ja, herzlich willkommen. Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen hier im Berliner Büro des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht am Berliner Gendarmenmarkt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute diesen Heidelberger Salon kurz vor der Bundestagswahl den Themen der Weltordnung oder Weltunordnung widmen können und dafür auch ein sehr zahlreiches Publikum haben hier in unserem virtuellen Zoom-Meeting. Diese Veranstaltung wird auch gleichzeitig live gestreamt auf dem Verfassungsblog und auf dem Völkerrechtsblog. Und zum Eingang möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen. Sie wird dann auch später aufbewahrt und wird auf unseren Videokanälen abrufbar sein. Falls Sie, die hier teilnehmen am Zoom-Meeting, damit nicht einverstanden sind, würde ich Sie bitten, das Meeting zu verlassen oder jedenfalls Ihre Kamera und Ihr Mikrofon ausgeschaltet zu lassen, damit wir entsprechend diese Inhalte auch weiter verbreiten können. Mein Name ist Alexandra Kämmerer. Ich werde Sie durch den Abend heute führen und es ist eine große Freude, dass wir ein Panel haben aus Politikwissenschaftlern und Juristinnen und Juristen, die heute Fragen der Weltordnung, der Weltunordnung, das ist ein Titel, den wir von unserem Gast, den ich gleich vorstellen werden, werde geklaut haben, nochmal in den Blick nehmen werden am Vorabend der Bundestagswahl. In den Debatten zur Wahl, auch in den Triellen, sind Fragen der Außenpolitik und der Europapolitik bisher ja kaum zur Sprache gekommen. Das wollen wir heute aus der Perspektive völkerrechtswissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher Grundlagenforschung ein wenig aufholen, dieses Defizit. Und es freut mich sehr, dass wir dafür einen Gesprächspartner gefunden haben, der durch seine Meinungsfreude, aber auch durch seine Expertise im Bereich der internationalen Politik und Politikbeobachtung bekannt ist. Carlo Masala, Professor Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Wir werden ihn nicht hier mit all seinen Publikationen vorstellen. Das kann man googeln. Genauso für die Teilnehmer aus dem Max-Planck-Institut gilt das. Bekannt ist er einem größeren Publikum, sicher auch durch den Sicherheitspott, ein regelmäßiges Format der politikwissenschaftlichen Beobachtung des sicherheitspolitischen Tagesgeschäfts. Mit Völkerrechtlern fremdelt er so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Deswegen bin ich besonders froh und dankbar, dass Sie, Herr Masala, heute hierher gekommen sind und sich diesem Panel stellen. Ja, Herr Masala wird ein Einführungsreferat geben. Das wird dann kommentiert von unseren drei Panelistinnen. Zum Ersten möchte ich vorstellen Privatdozent Dr. Christian Marxen, Völkerrechtler und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und derzeit auch Gastprofessor an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin hier. Zum Zweiten haben wir Dr. Caroline Moser, Politikwissenschaftlerin und Juristin, Forschungsgruppenleiterin am Institut in Heidelberg. Und wir haben last but not least Professor Anne Peters, Direktorin am Institut und Professorin an den Universitäten Heidelberg und Basel, an der Freien Universität Berlin und an der University of Michigan Law School in Ann Arbor, Michigan. Wir werden zunächst also Herrn Masala hören, dann die drei Kommentatorinnen und Kommentatoren auf dem Panel. Und dann werden wir natürlich auch Raum haben für die Fragen und Kommentare aus dem Publikum hier im virtuellen Zoom-Saal. Das soll also dann nach spätestens einer Stunde der Fall sein. Da werden also Sie die Möglichkeit haben, sich auch entsprechend zu äußern. Wenn Sie eine Frage stellen wollen und kommentieren wollen, dann würde ich Sie bitten, eine Nachricht im Zoom-Chat zu hinterlassen, Ihren Namen anzugeben, auch gegebenenfalls Ihre institutionelle Zuordnung. Wir würden dann die Kamera anschalten und Ihnen auch persönlich das Wort geben. Wenn Sie das nicht wollen, dann würde ich Sie bitten, das einfach zu vermerken. Dann beantworten wir auch Ihre schriftlich gestellte Frage. Jetzt möchte ich Herrn Masala das Wort geben zum Eingang. Diejenigen, die ihre Kamera noch nicht ausgeschaltet haben, hier im Publikum, möchte ich bitten, das zu tun, auch ihr Mikro auszuschalten, damit wir volle Aufmerksamkeit haben für unsere Panelisten hier vorne. Herr Masala, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Frau Kämmerer. Und danke für die Einladung in die Höhle des Löwen. Das Ganze ist ja entstanden aus der Twitter-Konversation, die wir beide hatten. Und jetzt
bin ich hier und diskutiere mit Völkerrechtlern und begebe mich auf ein Gebiet, von dem ich recht wenig Ahnung habe. Ich fremde überhaupt nicht mit Völkerrechtlern. Ich habe zwei fantastische Kolleginnen an meinem Institut, die Völkerrecht machen. Und ich habe, glaube ich, in meinem Studium auch vier Semester Völkerrecht gehört. Ich fremde sehr stark mit der deutschen politischen Auffassung mit Blick auf das Völkerrecht, vor allen Dingen, wenn es um die Frage von militärischen Einsätzen geht. Das ist mein Befremden. Das ist weniger sozusagen das Fremdeln mit den Kolleginnen aus dem Völkerrecht. Sie haben den Titel gesagt und das verbunden mit der Bundestagswahl. Einleitend gesagt, für jede Bundesregierung, die am 26. September oder nachfolgend nach Koalitionsverhandlungen ins Amt kommen wird, stellen sich eine Menge von Herausforderungen, die alle sozusagen auf der Ebene der internationalen Politik und daraus abgeleitet dann aber auch mit der Frage auf Deutschlands Rolle in dieser Welt. Und ich konzentriere mich hier auf die Sicherheitspolitik, weil das meine Expertise hauptsächlich ist. Stellen sich eine Menge Herausforderungen, die jede zukünftige Regierung angehen muss. Und diese Herausforderungen, die resultieren primär aus der Tatsache, dass wir uns seit geraumer Zeit in einen neuen Großmächtekonflikt, ich sage noch nicht sozusagen das böse Wort von der Bipolarität, aber wir befinden uns seit geraumer Zeit in einem neuen Großmächtekonflikt, primär zwischen den Vereinigten Staaten und China. Da spielt Russland eine Rolle, aber sozusagen mit Vergleich auf die Bedeutung der USA und der Volksrepublik China eine nur nachgeordnete Rolle. Warum erwähne ich diesen Großmächtekonflikt? Weil historisch gesehen diese Großmächtekonflikte natürlich auch immer machtpolitische Konflikte sind. Und ich komme sozusagen von meiner eigenen Ausbildung her und meiner eigenen Sozialisation und meiner eigenen Analyse aus einer sehr machtpolitisch orientierten Schule. Also für mich ist sozusagen die Frage von Macht und die Machtverteilung eine der Haupterklärungsvariablen für Prozesse in der internationalen Politik unter Großmächten im internationalen System. Aber neben diesem machtpolitischen Konflikt oder ein Teil dieses machtpolitischen Konfliktes ist natürlich auch die Aushandlung neuer Spielregeln in den internationalen Beziehungen. Und das betrifft unter anderem auch das Völkerrecht. Also ich sage jetzt einfach nur mal so, die Frage, gibt es eine begrenzte Souveränität von Staaten, die, wenn bestimmte Sachen passieren, sozusagen die internationale Gemeinschaft dazu ermächtigt, zu intervenieren, jetzt nicht nur militärisch, sondern politisch, ökonomisch und so weiter und so fort. Oder ist es die alte westfälische Souveränität, wie zum Beispiel die Chinesen das sehr stark machen? Wie sieht es aus mit der Proliferation von Massenvernichtungswaffen, also der Nichtverbreitungsvertrag? R2P habe ich gerade eben erwähnt. Also wir befinden uns sozusagen nicht nur in einem machtpolitischen Konflikt, sondern in einem Konflikt über die Aushandlung neuer Spielregeln. Und das führt seit einiger Zeit dazu, und zwar hat das eigentlich auch schon angefangen mit dem Ende der Sowjetunion, also mit dem Übergang von der alten Bipolarität zur Unipolarität, die jetzt langsam zu Ende geht, dass sozusagen die aus meiner Analyse die wesentlichen Träger dieser Regeln, kodifizierten oder auch informellen Regeln, wenig Übereinstimmung haben, diese Regeln auch durchzusetzen, um eine gewisse Stabilität in diesem internationalen System zu garantieren. Wir sehen sehr stark, zweiter Punkt, dass dadurch zum Beispiel der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in fast allen Fragen, die sich sozusagen mit Peacekeeping, Peace Enforcement und der Situation in vielen Konflikten auf dieser Welt beschäftigt, nicht mehr handlungsfähig ist. Das ist jetzt erstmal kein Problem, weil ich glaube sozusagen aus der Analyse der Entstehung der Vereinten Nationen war dieses System genauso angelegt, dass wenn die fünf Vetomächte übereinstimmen, dann funktioniert das. Aber sie haben natürlich durch das Veto auch das Recht, ihr Veto einzulegen, ohne dass jetzt das ein großer Schaden ist. Das Problem ist nur für einen Staat, für eine Mittelmacht, wie die Bundesrepublik Deutschland, liegt einfach darin, wir sind extrem abhängig halt sozusagen von der Entscheidung, von Entscheidungen im Sicherheitsrat, die von fünf Staaten gefällt werden, letzten Endes mit ihrem Vetorecht, auf die wir nur einen begrenzten Einfluss haben. So, jetzt haben wir natürlich in der Bundesrepublik Deutschland oder mit der Bundesrepublik Deutschland eine ganze Reihe von Institutionen, in denen wir auch handeln. Das sind nicht nur die Vereinten Nationen, sondern es ist auch die NATO oder die Europäische Union. Aber da stellen wir genauso fest, dass letzten Endes die
Wahrscheinlichkeit, dass in diesen Organisationen Konsens herrscht, der dann über ihre Einstimmigkeit zu handeln führt, oftmals sehr gering ist. Also die Risikodiffusion, so habe ich das mal genannt in der Schrift, das heißt, die Tatsache, dass eigentlich keine vereinheitlichende Bedrohungswahrnehmung vorherrscht, führt halt dazu, dass sich da verschiedene Gruppen sozusagen mit verschiedenen Bedrohungswahrnehmungen in diesen Organisationen befinden und es immer schwieriger wird, in diesen Organisationen Handeln, sicherheitspolitisches Handeln zu organisieren. Und gleichzeitig erleben wir aber seit einer geraumen Zeit im Bereich der Sicherheitspolitik, eigentlich so, ja, seit, ich würde mal sagen, um die 2000, dass sich immer öfters sogenannte Ad-hoc-Koalitionen der Willigen und der Fähigen in verschiedenen sicherheitspolitischen Bereichen formieren. Und zwar außerhalb der etablierten Institutionen. Das gilt jetzt nicht nur sozusagen mit Blick auf die globale Ebene, das gilt auch mit Blick auf die regionale Ebene, also transatlantische und europäische Ebene. Die, und das ist manchmal unklar, eine Alternative sind zu den etablierten Institutionen, die manchmal sehr strategisch, taktisch eingesetzt werden, um Druck auf die etablierten Institutionen auszuüben. Aber es ist halt eine neue Form sicherheitspolitischen Handelns. Und dazu zählen auch, jetzt komme ich zu dem Punkt, die militärischen Coalition of the Willing and the Able. Und damit möchte ich jetzt nicht sozusagen diese klassische, sehr negativ behaftete Koalition, die den Irakkrieg durchgeführt hat, nur verstanden wissen wollen. Sondern es geht um Koalitionen von Staaten, die aufgrund antizipierter Probleme in traditionellen Institutionen sich einfach außerhalb dieser formieren und handeln. Man könnte zum Beispiel sagen, Counter-Daesh, Takuba sind erstmal in ihrer Form solche klassischen militärischen Coalition of the Willing and the Able. Und wenn das eine neue Form des sicherheitspolitischen Handelns ist, dann ist es eine Aufgabe und eine Frage der nächsten Bundesregierung, sich grundsätzlich zu diesen Formen des Handelns zu verhalten. Weil es gibt da ein Paradoxon, das ist nämlich so, dort, wo es nur politisch organisiert ist, nehmen wir an solchen Coalitions of the Willing oder Ad-Hoc-Koalitionen teil, initiieren sie teilweise. Überall dort, wo der Faktor Sicherheitspolitik ins Spiel kommt, verweisen wir sozusagen auf die Beschränkungen, die sich durch unser Grundgesetz ergeben. Und die Bundesrepublik Deutschland muss sich für sich die Frage stellen, sozusagen, was für eine Rolle sie zukünftig im sicherheitspolitischen Bereich, sowohl in der NATO, in der EU, aber auch auf der globalen Ebene spielen will und inwieweit ja, Coalition of the Willing, nicht als jetzt das Primäre, aber auch eine Form des Handelns sind, die durchaus legitim sind. Ich sage nicht legal, weil ich um die ganzen Probleme weiß. Legitim sind. Und vor dieser Diskussion hat sich bisher fast jede Bundesregierung gedrückt. Das wird ein bisschen so schamhaft erwähnt im Weißbuch der Bundesregierung und dann in der Konzeption der Bundeswehr, dass das neue Formen des Handelns sind, denen sich die Bundesrepublik nicht verschließen soll. Aber letzten Endes, wenn es sozusagen um die Frage geht, wie setzt man das praktisch um, ist die Bundesrepublik Deutschland eine der Staaten, die davor immer zurückschreckt. Man erinnert sich an die Diskussion um möglichen Schutz von Tankern in der Straße von Hormuz vor 2 Jahren, glaube ich, als man vermutete, dass die Iraner bewusst sozusagen da kommerzielle Tanker angreifen und es um den Schutz dieser Tanker ging. Wir haben so ein paar bestimmte Formen, glaube ich, wie gesagt, ich bin kein Völkerrechtler, deswegen bin ich da sehr zaghaft, wie sich sowas organisieren lässt, zum Beispiel im Rahmen der EU, also Artikel 44 des EUV, nicht der 42.7, sondern der 44, der dem Rat die Möglichkeit gibt, eine Koalition von Staaten zu mandatieren. Interessanterweise war das zum Beispiel eine Idee, die mit Blick auf die Straße von Hormuz die Verteidigungsministerin lanciert hat, aber die, ich sage jetzt mal, die politische Elite in Berlin hat da reflexartig zurückgeschreckt, weil es scheint nichts Schlimmeres zu geben, als wenn man sozusagen seitens der Bundesrepublik Deutschland mit einer unklaren völkerrechtlichen Grundlage in einen Einsatz geht. Und das würde ich ganz gerne zur Diskussion gestellt wissen für die Zukunft, weil wenn wir, und jetzt benutze ich bewusst sehr überspitzt ein Wort, wenn wir weiterhin, und da rede ich von der Politik, ich rede nicht sozusagen von den Kollegen und Kolleginnen, die Völkerrecht machen, wenn wir weiterhin einen solchen strikten völkerrechtlichen Dogmatismus in der Bundesrepublik Deutschland an den Tag legen, gleichzeitig aber den Anspruch erheben, eine mitgestaltende Macht auf regionaler und auf globaler Ebene zu sein, dann wird das kollidieren.
Und da muss man eine Diskussion führen, die einen gewissen Ausweg zeigt. Jetzt weiß ich von Kollegen, das finde ich den falschen Weg, dass es wohl durchaus im Verfassungsrecht und im Staatsrecht Diskussionen gibt um die Frage, was bedeutet eigentlich in 87a der Begriff Verteidigung. So. Und das ist, ich glaube, Otto Depenheuer in Köln ist durchaus geneigt, den Begriff Verteidigung extrem weit zu interpretieren. Das finde ich keinen gangbaren Ausweg. Und ich sage auch, warum. Also seit der Gründung der Vereinten Nationen, in dem ja Krieg im Prinzip verboten ist und es nur noch um Artikel 51 geht oder um ein Mandat des Sicherheitsrates, wird ja jede militärische Intervention von jedem mit Berufung auf Artikel 51 sozusagen, oder fast jede historisch gesehen mit Berufung auf Artikel 51 legitimiert. Man zwingt halt andere Regierungen Briefe zu schreiben, damit man dort sozusagen, also klassischer Fall Sowjetunion 79 in Afghanistan, wo ich glaube, die Sowjetunion ja ihr Recht, die Truppen dorthin zu senden, daraus ableitete, dass die afghanische Regierung sie um Hilfe gebeten hätte. Eine solche Aufweichung des Begriffs Verteidigung fände ich fatal. Da komme ich aus der Sozialwissenschaft, wo ich sage, if a term means everything, it means nothing. Ja? So, das kann kein gangbarer Weg sein. Aber ich glaube, wir brauchen diese Diskussion und die zwar in zwei bestimmten Bereichen stattfinden muss, nämlich was ist unser Gestaltungsanspruch und was sind wir dafür bereit zu tun? Und wenn wir uns auf die Sicherheitspolitik konzentrieren, dann kommen sozusagen diese Ad-hoc-Koalitionen unmittelbar ins Blickfeld. Und da besteht meines Erachtens ein Paradoxon in der deutschen sicherheitspolitischen Debatte. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Sie haben noch etwas Zeit. Dieses Paradoxon wird meines Erachtens ja auch dadurch potenziert, dass also nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern viele Staaten ja seit der Trump-Administration diese Redewendung, das Retten der liberalen Weltordnung, mittlerweile hört man mehr regelbasierte Ordnung, ja auch sozusagen wie eine Monstranz vor sich herschieben. Und mein Problem mit der regelbasierten Ordnung ist, dass ich sage, das ist ein bisschen lächerlich, weil jede Ordnung ist regelbasiert. Die Frage ist ja sozusagen, was für Regeln sind das und können wir mit diesen Regeln leben? Also wenn Sie jetzt sozusagen sich vorstellen, dass die Chinesen die dominierende Macht in diesem internationalen System werden und die Spielregeln der internationalen Politik jetzt nur noch sozusagen nach ihrem Gusto bestimmen, ist das auch eine regelbasierte Ordnung. Und selbst in dem, was ich als Weltunordnung, also als diese Übergangsphase zwischen zwei relativ stabilen Ordnungen bezeichnet habe, gibt es ja auch Regeln. Also das Recht des Stärkeren ist insofern auch eine Regel. Also regelbasierte Ordnung ist für mich ein Terminus, der nichts bedeutet. Der zweite Punkt, liberale Weltordnung, stellt dann natürlich die Frage, was sind diese liberalen Werte? Sind diese liberalen Werte überall universell? Und was ist man bereit sozusagen zur Durchsetzung dieser liberalen Werte einzusetzen? Und da kommen wir sozusagen wieder zum Ausgangspunkt. Diejenigen, die gerade dabei sind, sozusagen machtpolitisch stärker zu werden, lehnen diese liberale Weltordnung zu großen Teilen ab. Sie finden sie so lange gut, wie sie ihren eigenen Interessen dient, aber sozusagen in dem Moment, das haben wir bei den Chinesen sehr schön gesehen in den letzten 15 Jahren, lehnen sie ab. Also ist eine liberale Ordnung, die wir verteidigen wollen, immer eine, die nicht konsensual ist. Und damit komme ich wieder zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Also wo man erwarten kann, dort werden die Chinesen und höchstwahrscheinlich auch Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei entsprechenden Handlungen ihr Veto einlegen. Kurzum, um das abzubinden, weil ich glaube, meine Viertelstunde ist vorbei. Wir brauchen eine Diskussion über die Frage, wie wir mit bestimmten Prinzipien und Normen des internationalen des Völkerrechts im Bereich der Sicherheitspolitik umgehen. Oder aber, das wäre sozusagen die Alternative, die ich keine gangbare finde, wir behalten diesen völkerrechtlichen Dogmatismus bei. Da muss man aber auch ganz konsequent sagen, dann muss man damit auch jeglichen Anspruch auf Gestaltung und Mitsprache im sicherheitspolitischen Bereich in globalen und regionalen Organisationen ad acta legen, weil der Zug im Bereich der Sicherheitspolitik fährt in eine andere Richtung. So viel sehr überspitzt formuliert mein Eingangsstatement. Danke.
Ja, vielen Dank für diesen Einstieg und für den Problemaufriss, aber auch die Desiderate, die Sie formuliert haben. Wir haben natürlich im Vorfeld dieses Treffens heute auch die Wahlprogramme der Parteien gewälzt und mal geguckt, wie die sich zu einigen der Fragen, die Sie aufgeworfen haben, positionieren. Das wird sicher auch reflektiert werden in den Statements, die jetzt folgen auf dem Panel. Aber ich möchte ohne viel weiteres umtun, die drei Panelistinnen bitten, sich zu positionieren zu diesem Eingangsstatement. Und ich möchte gern beginnen mit Christian Marxen. Lieber Christian, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Alexandra. Herr Masala, vielen Dank für diesen sehr pointierten Auftakt. Ich möchte zu ein paar Punkten Stellung beziehen. Zunächst finde ich, wenn wir über Militäreinsätze reden, dann sollte man im Ausgangspunkt doch zunächst auch zurückblicken und sagen, dass die Interventionspolitik, die wir die letzten 20 Jahre gesehen haben, gescheitert ist. Keine der Interventionen, sei es nun die in Afghanistan, in Libyen, Irak oder Syrien, hat wirklich zu einer nachhaltigen Befriedung oder Demokratisierung der Länder geführt. Und auch jetzt, wenn wir es rein auf die sicherheitspolitische Lage beschränken, dann steht das Ganze auch im besten Fall auf ziemlich wackeligen Beinen, was da das Resultat ist. Diese Politik, und das ist nun aus völkerrechtlicher Perspektive der Punkt, auf den es mir eher ankommt, war allerdings nicht nur nicht erfolgreich, sie ist auch auf völkerrechtlicher Ebene oftmals mit ja mindestens angreifbaren, teils aber auch unhaltbaren völkerrechtlichen Annahmen begangen worden oder hat darauf beruht. Und man nahm es in Teilen eben nicht so genau mit dem Völkerrecht, weil man ja zur Förderung legitimer Zwecke aktiv wurde. Das hat nun allerdings für das Völkerrecht langfristig negative Folgen gehabt. Nicht zuletzt eben sieht man das an einem, ja, man könnte es als einen internationalen Vertrauensverlust gegenüber der Verlässlichkeit völkerrechtlicher Normen beschreiben. Völkerrecht beruht auf Reziprozität, das ist ja klar. Und wer das Recht wiederholt bricht, der läuft eben Gefahr, irgendwann das Recht insgesamt zu verlieren oder jedenfalls dessen Status als normatives Koordinatensystem empfindlich zu schwächen. Und dann kommen eben andere Regeln, die an dieser Stelle Raum greifen würden, zum Beispiel politische Opportunität. Ja, das war mein erster Punkt zur Rolle des Völkerrechts. Und eben da, denke ich, würde ich also eine andere Position als Herr Masala beziehen und sagen, die Einhaltung und stringenter völkerrechtlicher Normen beziehungsweise auch eine stringente Politik, die eben auf die Einhaltung insistiert, das ist entscheidend dafür, dass wir überhaupt eine rechtliche Koordination finden. Und die politischen Positionierungen halte ich da eher problematisch, die eben dann tatsächlich auch da eher in dem Sinne gestalterisch tätig werden, wie Herr Masala das beschreibt. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, ist ein verfassungsrechtlicher. Da stellen sich nämlich tatsächlich, Herr Masala hat das auch schon angesprochen, einige Fragen, die durchaus ungeklärt sind. Insbesondere im Hinblick also auch auf die möglichen Einsätze der Bundeswehr. Traditionell ist man ja hier so verfahren, dass man eben sich auf Einsätze im Rahmen von Systemen gegenseitiger und kollektiver Sicherheit gestützt hat, also auf Artikel 24 Absatz 2, was ja vom Bundesverfassungsgericht 1994 als zulässig auch erachtet worden ist. Nun, in dem Maße, in dem diese kollektiven Sicherheitssysteme nicht mehr wirklich funktionieren, beziehungsweise in dem man sich da nicht mehr einigen kann, wie Herr Masala das gerade beschrieben hat, geht man nun auch in der Politik vermehrt auf diese Koalition der Willigen zurück. Und ich stimme Herrn Masala zu, dass tatsächlich dieser Syrien-Einsatz seit 2015 tatsächlich als so etwas betrachtet werden kann, da es eben hier keine entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gibt, die das autorisiert hätte. Man verstößt, das kann man auch klar feststellen, hier eigentlich gegen Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz. Jetzt haben wir in der Verfassung, das haben wir auch gerade schon gehört, eben auch noch andere Vorschriften, Einsätze zur Verteidigung, Artikel 87a Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Die sind in der Praxis bislang nicht angerufen worden, wäre aber durchaus denkbar, dass man sich darauf beruft. Und hier könnte nun in der Tat zukünftige Regierungen sich auf allerhand Lesarten berufen. Letztlich sind nämlich von diesem Verteidigungsbegriff die Dimensionen in vielerlei Hinsicht umstritten. Zum Beispiel wissen wir nicht genau oder es ist umstritten, ob nur Territorial- und Bündnisverteidigung zulässig ist oder auch sogenannte Drittstaaten-Nothilfe, also dass man anderen zur Hilfe kommt. Es ist unumstritten, ob das verfassungsrechtliche Konzept irgendwie analog oder in Parallelität zum völkerrechtlichen Begriff der Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta zu konstruieren ist. Und wir wissen zum Beispiel auch nicht genau, ob eine sogenannte Personalverteidigung zulässig ist, also Rettungsoperation, wie wir sie jetzt zum Beispiel in Afghanistan gesehen haben. Das sind alles Fragen, die sind verfassungsrechtlich durchaus sehr umstritten. Ich persönlich glaube, dass letztlich überzeugende verfassungsrechtliche Argumente dafür sprechen, dass es hier einen sehr restriktiven Verteidigungsbegriff gibt. Auch da stimme ich Herrn Masala zu. Und
Koalition der Willigen hierauf nicht gestützt werden könnten. Aber es gibt in dem gesamten Bereich ein Problem, das ich jetzt noch gerne benennen möchte. Das Problem in diesem Zusammenhang ist nämlich, dass wir bei diesen grundlegenden verfassungsrechtlichen Begriffen keine juristische Überprüfung haben. Wir können das Ganze keiner verbindlichen Klärung zuführen. Wir haben zwar Verfassungsrecht, wir haben aber keinen Wächter, wenn man so will, über das Verfassungsrecht. Und das hat dann natürlich einen Mangel an Rechtsprechung zur Folge. Und wir wissen nicht genau, was diese Verfassungsprinzipien dann letztlich allgemeinverbindlich bedeuten. Sie werden also nicht konturiert. Parlamentsbeteiligung, das ist allen bekannt, des Bundestages, die kann zwar in allen Details juristisch vor dem Verfassungsgericht überprüft werden, aber eben andere wichtige Prinzipien wie Artikel 87a, Artikel 24.2, aber auch andere Säulen der Verfassung, wie zum Beispiel das Verbot des Angriffskrieges aus Artikel 26 oder die innerstaatliche Geltung von Völkergewohnheitsrecht, zu dem ja auch das völkerrechtliche Gewaltverbot zählt, all das kann man nicht juristisch überprüfen. Wir haben es also letztlich nicht mit einem verfassungsfreien Raum, aber letztlich doch mit so einer Art justizfreien Hoheitsbereich im Bereich der Außenpolitik zu tun. Und das scheint mir jedenfalls einem sehr antiquierten Staatsverständnis anzuhängen. Und hier denke ich, dass wir deutlich mehr juristische Aufarbeitung brauchen. Und das würde dann auch Rechtssicherheit erzeugen. Im Übrigen ist dieser Hintergrund auch, den ich jetzt gerade geschildert habe, der Boden dafür, dass man eben letztlich diese verfassungsrechtlichen Grundlagen sehr pragmatisch handhabt. Dass man zum Beispiel jetzt diese Koalition der Willigen im Hinblick auf Syrien hat. Und hier, denke ich, sollte mehr rechtliche Klarheit geschaffen werden, indem eben nicht nur die Parlamentsbeteiligung, sondern eben dass der gesamte Einsatz der juristischen Überprüfbarkeit vor dem Bundesverfassungsgericht zugänglich gemacht wird. Dazu gab es ja Initiativen in den letzten Legislaturperioden. Das, glaube ich, wäre ein Punkt, der tatsächlich für die Zukunft wichtig wäre und hier Rechtssicherheit schaffen würde. Ja, insgesamt, das wäre jetzt, würde ich noch einen letzten kleine Bemerkung, übergreifenden Gesichtspunkt anbringen. Ich nehme hier in der Debatte einen, also nicht in dieser Debatte nur, sondern allgemein scheint mir das so der Hintergrund von vielen Beiträgen zu sein, einen recht konfrontativen Ton wahr, der letztlich auf einen Ausbau militärischer Fähigkeiten setzt. Herr Masala, Sie haben im Interview in der Zeit, habe ich gelesen, aus dem Juni dieses Jahres gesagt, dass die Drohung mit dem Einsatz von Streitkräften auch für die auch eine Hilfe für die Diplomatie sein kann. Und das scheint mir so ein Gedanke zu sein, der doch in bestimmten Diskursen recht präsent ist. Ich persönlich halte das für sehr problematisch. Drohungen sind ja erstmal was, wenn wir das rechtlich betrachten, die prima facie erstmal einen vor dem Hintergrund des Gewalt- und Interventionsverbotes unzulässig sind. Und wir sollten, meine ich, daher mit solchen an sich problematischen Handlungen erstmal denen nicht in den Katalog außenpolitischer Handlungsoptionen aufnehmen. Zum anderen, das scheint mir auch noch jetzt einfach pragmatisch betrachtet, ein wichtiger Punkt, man wird China oder Russland von europäischer Seite nicht effektiv mit Militär drohen können und man sollte es meiner Auffassung nach auch nicht wollen. Ich glaube, dass letztlich die Dynamiken auch im Hinblick auf den Streit um Normen, die Sie so ein bisschen skizziert haben, dass man sich aktiver positionieren sollte, auch mit eigenen Auffassungen vorangehen sollte und das dann letztlich auch militärisch untermauern sollte, dass das letztlich nur zu einer internationalen Polarisierungsdynamik führen wird, die letztlich Aufrüstung auf allen Seiten bedeutet. Das hat man im Kalten Krieg gesehen. Und ich glaube, das ist letztlich etwas, was gerade vor dem Hintergrund der Multipolarität des Konfliktes, mit dem wir uns jetzt ausgesehen oder der sich sozusagen am Horizont abzeichnet, dass das ja erhebliche Schwierigkeiten und auch große Gefahren für den internationalen Frieden mit sich bringt. Ja, und damit würde ich es vielleicht erstmal belassen und mein kurzes Statement beenden. Ja, vielen Dank, Christian. Ich möchte gleich weitergeben an Dr. Caroline Moser, die nochmal stärker auch die europäische Perspektive in den Blick bringen wird. Caroline, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Alexandra und auch den beiden Vorrednern. In meiner kurzen Stellungnahme möchte ich auf drei Aspekte eingehen, auch bezugnehmend auf die Vorredner, die aus meiner Sicht mit die größten Herausforderungen für die nächste Bundesregierung darstellen werden, unabhängig von der Couleur dieser Regierung. Es geht erstens um das in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung und auch in politischen Kreisen vorherrschende Völkerrechtsverständnis, insbesondere in Bezug auf Sicherheitspolitik, da möchte ich noch ergänzend etwas sagen. Zweitens möchte ich etwas bemerken zur Konzeption internationaler Sicherheit, wie ich sie in vielen Debatten in Deutschland wahrnehme. Und drittens geht es auch darum, wie Deutschland sich in Zukunft verhalten wird oder soll auf europäischer Ebene und in europäischen Kooperationen. Und ich sage vorweg, dass ich bewusst pointiert meinen Beitrag gestalte, damit dieser dann auch tatsächlich die Debatte anregt. Lassen Sie mich also zu meinem ersten Punkt kommen,
nämlich meine Überlegungen zum Völkerrecht und genauer gesagt, wie eigentlich in Deutschland oft über Völkerrecht gesprochen wird im Zusammenhang mit Sicherheitspolitik und ganz besonders mit Auslandseinsätzen. Über alle Parteigrenzen hinweg steht eigentlich in den Parteiprogrammen, dass man sehr viel Wert auf Völkerrechtskonformität legt. Und das ist auch sehr lobenswert und ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Bestrebens Deutschlands, sich im Multilateralismus zu verankern und tatsächlich dem Regelwerk dann auch Rechnung zu tragen. Allerdings birgt dieser starke Fokus oder diese Betonung, finde ich, in der Sicherheitspolitik auch Fallstricke. Und der erste Fallstrick oder Trugschluss, den ich hier sehe, ist, dass man suggeriert, dass das Völkerrecht immer klare Antworten auf sehr komplexe Fragen bereithält. Und das ist meiner Meinung nach nicht so. Ich glaube, man muss auch als Jurist ganz ehrlich eingestehen, dass das Völkerrecht nicht immer genau zwischen legal und illegal unterscheiden kann, dass es da einer näheren Betrachtung bedarf und dass es auch sehr kontextabhängig ist, was zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls als legal gilt und dann 10 Jahre später nicht. Das haben wir gesehen mit Atopie und auch mit ganz anderen Konzepten. Also das ist tatsächlich nicht immer so einfach, finde ich, genau zu sagen, was zu dem Zeitpunkt eigentlich völkerrechtskonform ist. Es bedarf also einer klaren Auslegung und das, finde ich, geht im deutschen Diskurs unter. Ja, man hat das Völkerrecht zu achten, aber was das Völkerrecht genau sagt, das muss man eben erst ergründen. Und ich halte es auch für einen Trugschluss, dass man oft auf das Völkerrecht rekurriert, sozusagen, um sich eigentlich nicht mit den unterschwelligen politischen Fragen beschäftigen zu müssen. Es geht doch im Kern darum, und das hat Herr Masala eingangs erwähnt, welche Rolle Deutschland spielen möchte. Und hier habe ich auch den Eindruck, dass man in Deutschland Völkerrecht oft als Äquivalent für Moral benutzt. Also man sagt, man will sich an gewissen Einsätzen beteiligen, die völkerrechtskonform sind und damit wehrt man sich dann nicht nur auf der völkerrechtskonformen Seite, sondern irgendwie auch auf der Seite der Guten. Und das finde ich problematisch, denn das Völkerrecht ist leider nicht immer nur gut, aber ich finde es auch deswegen problematisch, wenn man damit Fragen sehr stark verrechtlicht und auch prozeduralisiert und damit depolitisiert. Und letztlich, glaube ich, ist es sehr oft eine politische Entscheidung, wohin man Soldaten schickt und in welchem Kontext. Natürlich immer vorausgesetzt, dass diese Entsendung auch völkerrechtskonform ist. Aber in Deutschland scheint die Konformität mit dem Völkerrecht das geringere Problem zu sein. Wir sehen zum Beispiel, der Einsatz in Mali ist absolut völkerrechtskonform. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Und trotzdem gibt es immer wieder eine Diskussion, warum sind wir eigentlich in Mali, was machen wir da und so weiter. Also das große Problem scheint mir weniger das Völkerrecht zu sein, als tatsächlich das, was dahinter steckt. Und da möchte ich auch noch darauf eingehen, was Christian Marxen sagte, nämlich, dass man das dann juristisch mehr überprüfen müsste. Und das sehe ich nicht so. Also wir haben Einsätze der Bundeswehr eigentlich nur mit Mandat des Sicherheitsrates und oft auch noch mit Mandat der EU, die dann vom Bundestag gebilligt werden. Wir haben also ganz viele Kontrollstufen. Und jetzt will man hier eine weitere Stufe einziehen und sagen, ja, aber wir müssen dann damit schon noch mal die Richter in Karlsruhe betrauen, damit auch ganz sicher damit wir ganz sicher sein können, dass es hier keinen Völkerrechtsbruch gibt. Diese Prüfung obliegt aber meiner Lesart nach den Parlamentariern und es ist ihr Job, sicherzustellen, dass Deutschland eben keine völkerrechtswidrigen Einsätze vornimmt. Und das ist für mich ein weiterer Versuch, diese Sache zu verrechtlichen, zu depolitisieren und im Endeffekt, um es mal ganz zynisch auszudrücken, die Beteiligung Deutschlands an gewissen Einsätzen unmöglich zu machen. Denn wer die Planungsprozesse dieser Militäroperation kennt, der weiß, dass man nicht erst alles entscheiden kann und dann nochmal vor das Verfassungsgericht zieht, um dann die Genehmigung zu bekommen. Da sind die anderen Partner schon lang in der Entsendung und das ist tatsächlich ein Problem für die Zuverlässigkeit Deutschlands in vielen Bündnissen. Hier sehe ich also wirklich auch eine Arbeit der neuen Bundesregierung, wie man mit dem Verständnis des Völkerrechts umgeht und auch sozusagen den Bezug aufs Völkerrecht, wenn man über Sicherheitspolitik spricht. Daran anschließend möchte ich meinen zweiten Punkt machen, nämlich dem Verständnis von Sicherheitspolitik. Wir wissen, aus historischen Gründen ist Sicherheit und Verteidigung in Deutschland ein ziemlich heißes Eisen und man versucht es auch weitgehend zu umschiffen, wenn es sich denn vermeiden lässt. Und die Antwort Deutschlands auf dieses Problem oder diese Umschiffung ist, dass man sehr viel spricht, das ist in allen Parteiprogrammen, zumindest konnte ich das sehen, redet man sehr viel von Diplomatie und Prävention und auch von zivilem Krisenmanagement. Und in der Tat ist Deutschland bekannt als sehr guter ziviler Krisenmanager.
Jetzt ist es aber auch ein bisschen kurz gegriffen, denn wir wissen, dass sich nicht alle Konflikte über ziviles Krisenmanagement lösen lassen. Natürlich kann man Trainingsmissionen entsenden und mit Diplomatie einiges erreichen, aber es gibt eben auch eine heiße Konfliktphase in unterschiedlichen Krisenherden und da ist nicht so ganz klar, wie Deutschland damit umgehen wird. Bisher, und das ist ganz interessant, ist es oft so, dass die Arbeitsteilung ist, dass Deutschland den logistischen Teil übernimmt, mit Transportflügen beispielsweise, und dass dann Frankreich aber die militärische Arbeit macht. Und zu dieser Arbeitsteilung ist unser Nachbarstaat immer weniger bereit. Und da wird sich die Frage stellen, wie man damit umgeht, ob man der Forderung der Bündnispartner nachkommt und sich einen Ruck gibt oder sagt, nein, man möchte das auf keinen Fall machen. Paradox finde ich aber in dem Zusammenhang, dass so ziemlich alle Parteien, abgesehen von der Linken, in ihren Parteiprogrammen erwähnen, dass die Bundeswehr besser ausgestattet sein soll. Und da frage ich mich, ja, wofür denn? Also wir starten die Bundeswehr besser aus dafür, dass sie dieses Material eigentlich nie benutzt. Denn wir müssen auch ganz ehrlich sein, die Konzeption, dass wir die Bundeswehr ausstatten, falls der Russe dann doch irgendwann mal vor der Tür steht, die ist einfach veraltet. Und darüber gibt in Deutschland kaum Debatten. Das hatte Herr Masala eingangs erwähnt, dass die Welt sehr komplex geworden ist und dass man sich da positionieren muss, dass man teilweise Sicherheitsaktivitäten fernab der Heimat unternehmen muss oder vielleicht kann. Und da ist mir in Deutschland nicht genug Debatte darüber und die Parteien haben sich da relativ bedeckt gehalten, wie sie damit eigentlich umgehen möchten, wenn etwas nicht auf dem Territorium stattfindet. Und hier sehe ich wirklich auch eine wichtige Aufgabe der neuen Regierung, wie sie dazu Stellung nimmt. Insbesondere, da man immer davon ausgibt, dass es eine Art Sicherheitsgarantie der USA gibt. Wir haben schon unter Trump gesehen, dass die nicht mehr ganz so stabil ist und der letzte Coup der USA mit dem neuen Sicherheitsbündnis im Pazifik zeigt auch, dass die USA ihren Fokus ganz klar in den Pazifik verschoben haben und Europa da nicht mehr so eine ganz große Rolle spielt. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, Kooperation und der Rolle der EU. Ich hatte gerade gesagt, dass Deutschland mehr oder weniger explizit auf die Sicherheitsgarantie der USA sich oft stützt. Und man war dann sehr erfreut, als Joe Biden gewählt wurde, weil man sich nicht mehr damit beschäftigen musste, was eigentlich passiert, wenn diese Sicherheitsgarantie wegfällt. Und das finde ich sehr problematisch, denn ganz so sicher ist diese Sicherheitsgarantie wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn, dann ist die auch nicht unbedingt eine, die wir wie im Kalten Krieg kennen, dass dann da sofort militärische Aktionen folgen werden. In EU-Kreisen ist also schon länger von der strategischen Autonomie die Rede und von europäischer Souveränität. Und hierzu hat sich Deutschland relativ wenig geäußert. Es sind auch sehr politische Begriffe, die rechtlich schwer aufzuladen sind. Trotzdem gab es da nicht allzu viel Initiative von Deutschland. Und ich denke, die neue Regierung wird sich dazu positionieren müssen, wie sie damit umgeht, wie sie mit der NATO umgeht, wie sie mit der EU umgeht. Jetzt gab es in den letzten Jahren sehr viele Vorstöße Frankreichs zu diesem Thema. Immer mit Blick darauf, dass man Deutschland an Bord holen möchte. Und Berlin ist da relativ stumm geblieben und hat sich auf viele dieser Initiativen, hat da gar nicht groß reagiert. Sehr interessant fand ich, dass dann ein Interview gab, sozusagen auf eine Initiative, in der man sagte, Frankreich könne doch seinen ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu einem europäischen machen. Das ist nicht so gut angekommen in Paris als Antwort auf die wirklich vielzähligen Initiativen, die da gestartet wurden. Das lasse ich dahingestellt. Fakt ist allerdings, dass Frankreich Anfang 2020 die Ratspräsidentschaft der EU übernehmen wird und dass man jetzt schon auf der Agenda sieht, dass Verteidigung eine ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt ganz viele Konferenzen schon dazu und schon viele Ideen. Und das wird Deutschland unter Druck setzen, da endlich Farbe zu bekennen, ob man sich tatsächlich in der EU stärker engagieren möchte und zwar jenseits des zivilen Krisenmanagements, ob man tatsächlich in der EU einen Pfeiler aufbauen möchte oder ob man es lieber in der NATO machen möchte. Und da wird die neue Regierung nicht drum rumkommen, glaube ich, eben Stellung zu beziehen und auch Farbe zu bekennen. Und ich glaube, dass hier nicht verkannt werden darf, dass eben ganz wichtig ist, dass Deutschland weiterhin auch als verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Und das insbesondere in Bezug auf Frankreich, denn ob das den Deutschen gefällt oder nicht, Frankreich ist vor allen Dingen jetzt nach dem Brexit der größte Sicherheits- und Verteidigungspartner in der EU. Und diese beiden Länder müssen einen Kompromiss finden, wie es mit europäischer Sicherheit und Verteidigung weitergeht, wenn diese Sicherheit und Verteidigung irgendeine Art von Bedeutung haben soll. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese sehr klare realpolitische Analyse und den Blick auf die Dynamiken, die in den Spannungen liegen, die wir im Moment beobachten können im
in globalen Ordnungsmustern und auch im Blick auf die europäischen Ordnungen. Und ich möchte jetzt weitergeben an Anne Peters, die uns eine mehr völkerrechtlich orientierte Bestandsaufnahme geben wird. Ja, danke schön. Wir springen ja jetzt hier auf dem Panel ganz schön hin und her. Nachdem Herr Masala Kritik am völkerrechtlichen Dogmatismus geübt hat, hat Christian Marxen sich sogar noch für mehr Rechtsschutz ausgesprochen. Und dann hat Caroline Moser die Depolitisierung kritisiert, die in einer zu legalistischen Argumentation läge. Und ich möchte mich jetzt wieder wohl eher in die Richtung von Christian Marxen bewegen. Herr Masala hat gesagt, hat diesen neuen modischen Anglizismus regelbasierte Ordnung kritisiert, rule-based order, und hat gesagt, naja, letztlich hat jede Ordnung folgt Regeln. Da würde ich vielleicht widersprechen. Bekanntlich ist ja die internationale Sphäre, insbesondere von der englischen Schule, sogenannten englischen Schule, als anarchische Gesellschaft bezeichnet worden. Und ich glaube, dass in diesem Ausdruck Regel meint Normen, also allgemeine Vorschriften und keine Ordnung aufgrund, keine ad-hocische Ordnung, die sich nach jeweils konkreten Interessen eines Players richtet, sondern Regeln, da ist mitgedacht, allgemein, die sollen für alle gelten. Und das ist bei der Idee von Recht immer mit dabei. Und deswegen ist das Messen mit zweierlei Maß, diese Double Standards, die von Staaten des globalen Südens vielfach kritisiert werden, ebenso stehen in so starkem Widerspruch zu dieser Idee der regelbasierten Ordnung. Aber natürlich haben Sie recht, Herr Masala, wenn Sie sagen, naja, letztlich kommt es natürlich darauf an, welche Inhalte diese Regeln jetzt haben. Ob jetzt zum Beispiel die Souveränität eher als Panzer verstanden wird oder ob sie poröser verstanden wird, das ist natürlich zentral. Ich glaube aber, dass bei dem Ausdruck regelbasierte Ordnung, der hat jetzt deshalb so eine Konjunktur, nicht wegen der Inhalte, sondern weil damit eine andere Form angesprochen ist. Regelbasiert ist nämlich nicht identisch mit völkerrechtsbasiert. Wenn man sagt rule-based, dann können das auch eben sogenannte Soft-Law-Normen sein. Und auch die Koalitionen der Willigen, das ist auch ja eine viel weichere institutionelle Form, eben nicht auf der Basis eines formalen völkerrechtlichen Vertrages oder im Rahmen einer völkerrechtlichen intergouvernementalen Organisation, sondern da ist eben dieses Soft Law mit eingeschlossen. Und das Soft Law befördert die Interessen der starken Player. Alle Formalisierungen schützen tendenziell immer die Schwächeren und deswegen ist Soft Law bei den starken Playern beliebt. Soft Law genießt eine geringere Legitimation, geringere demokratische Legitimation zum Beispiel, weil in demokratischen Staaten die Parlamente diese Regel nicht ratifizieren. Und deswegen ist das ein wichtiger Unterschied zu einer strikt völkerrechtsbasierten Ordnung. Und übrigens ist gerade China deswegen gegenüber diesem Begriff skeptisch. Nicht, weil China unbedingt eine stärkere demokratische Legitimation der Norm haben möchte, sondern für eine stärkere formale Verankerung in der Staatensouveränität und dem Konsens der Zustimmung aller Staaten. Deswegen hat China zum Beispiel den Ausdruck Rule-Based Order auch nicht so gerne. Jetzt der zweite Punkt, den Sie, Herr Masala, angesprochen haben. Sie haben gesagt, das habe ich jedenfalls so mitgeschrieben, wenn wir weiterhin einen solchen strikten völkerrechtlichen Dogmatismus an den Tag legen, gleichzeitig aber mitgestalten worden, dann wird das kollidieren, haben Sie gesagt. Das sehe ich jetzt nicht so, denn es ist ja selbstverständlich für einen Rechtsstaat wie Deutschland, dass die Gestaltung immer nur im Rahmen des Rechts stattfinden kann. Also Gestaltung und Recht sehe ich nicht als Gegensatz, trotz der von Caroline Moser natürlich zu Recht angesprochenen Bandbreite. Also Gestaltung kann passieren im Rahmen des Rechts und natürlich auch dadurch, dass an der Normenentwicklung, an der Rechtsentwicklung selbst mitgewirkt wird. Und wenn jetzt in der aktuellen Situation von Deutschland mehr Verantwortungsübernahme gefordert wird, dann kann diese Verantwortung auch dadurch wahrgenommen werden, dass
Deutschland sich aktiv an der Gestaltung der Inhalte der Norm beteiligt, also als Norm-Shaper tätig wird. Und ich möchte jetzt in der kurzen Zeit nur zwei Szenarien nennen, wo Deutschland das macht, Beispiele geben, als proaktiver Norm-Shaper einerseits, aber andererseits auch als Bremser sozusagen, wo Deutschland sagt, neue Regulierung, weitere Regulierung ist nicht nötig. Proaktiv zum Beispiel beim Thema Klima als Sicherheitsproblem unter dem Stichwort Klima als Threat Multiplier. Deutschland hatte ja den Vorsitz einen Monat lang im Sicherheitsrat im Juli letzten Jahres und da hat Deutschland ganz stark das Versuchen zu pushen, dass Klima eben als Threat Multiplier auch wahrgenommen wird, was dann auch bedeuten würde, dass der Sicherheitsrat sich auch damit befassen darf und soll und hat also verschiedene Mechanismen vorgeschlagen, zum Beispiel einen Climate Security Mechanismus und einen Sonderbeauftragten, Special Representative und hat auch da ein Pilotprojekt oder einen Pilotbeauftragten sozusagen in Somalia lanciert. Das zweite Beispiel, in dem, wo sich Deutschland als Norm-Shaper betätigt, ist der Bereich Völkerrechtsregeln im Cyberspace. Das hat ja auch eine Sicherheitskomponente. Da hat Deutschland, wie auch andere Staaten, zum Beispiel Frankreich, schon vorher ein Positionspapier veröffentlicht im März diesen Jahres und hat da auch zu sicherheitsrelevanten Punkten Stellung genommen, hat zum Beispiel gesagt, dass das Gewaltverbot durch Cyberaktivitäten auch verletzt werden könnte, da es nicht auf die Art der Waffen ankommt, sondern auf die Wirkungen der Waffen. Hat auch gesagt, dass auch außerhalb eines kinetischen militärischen Angriffs eine Cyberattacke das Gewaltverbot verletzen kann, wenn sie vom Ausmaß und von den Wirkungen her einem herkömmlichen militärischen Angriff gleichkommt. Und hat dann auch gesagt, dass Staaten auch das Recht auf Selbstverteidigung haben gegen Cyberangriffe, wenn diese als bewaffneter Angriff zu qualifizieren ist, der dann wiederum das Selbstverteidigungsrecht auslöst. Und hat sogar gesagt, und das ist ziemlich proaktiv, würde ich sagen, progressiv, nicht unbedingt positiv, dass auch Akte nichtstaatlicher Akteure einen bewaffneten Angriff im Sinne des Völkerrechts darstellen können. Wurde einfach klipp und klar so in diesem Cyberpaper gesagt. Und verweist dabei auf die Briefe, die Deutschland an den Sicherheitsrat geschrieben hat, 2001, als es um Angriffe von Al-Qaida ging und 2015, als es um Angriffe des sogenannten Islamischen Staats ging. Deutschland ist andererseits auch Normbremser, könnte man sagen, ist skeptisch gegenüber neuen Völkerrechtskodifikationen oder Kodifikationsversuchen. Auch hier zwei Beispiele. Erstes Beispiel, tödliche autonome Waffensysteme, also sogenannte Killerroboter. Da ist die aktuelle Position Deutschlands ein bisschen ambivalent vor dem Hintergrund, dass die USA natürlich die Ächtung solcher tödlichen autonomen Waffensysteme ablehnen. Da hat sich also bis jetzt Deutschland nur so geäußert, dass man sich schrittweise darauf hinarbeiten sollte und nicht unbedingt einen neuen Vertrag braucht. In den Wahlprogrammen der Parteien kann man da lesen, also Bündnis 90, die Grüne fordern die Ächtung solcher Waffen, die Linke fordert auch die Ächtung. Und ich meine aber auch, dass ein neuer Vertrag nicht unbedingt zielführend ist. Es ist allerdings absolut richtig und wichtig, dass während des gesamten Lebenszyklus dieser Waffen die menschliche Verantwortung gewahrt sein muss und menschlich letztlich eine Verantwortungskette, Kommandokette zu einem Menschen zurückführbar sein muss. Aber dazu braucht man keinen neuen Vertrag. Das zweite Beispiel, wo sich Deutschland gegen eine neue Kodifikation stellt oder skeptisch ist, ist der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Dieser Atomwaffenverbotsvertrag, der ist in diesem Jahr in Kraft getreten. Nach der 50. Ratifikation hat jetzt aktuell 55 Vertragsstaaten. Das sind aber alles nur Staaten des globalen Südens, sozusagen keine natürlich
keine Nuklearstaaten und NATO-Mitgliedstaaten lehnen das alles ab, denn dieser Vertrag verpflichtet die Parteien, niemals Atomwaffen zu entwickeln, zu testen und verpflichtet sie auch, Atomwaffen unschädlich zu machen, nicht operationell, falls sie solche besitzen. Also die völlige Abschaffung, und das wird von den Nuklearmächten natürlich abgelehnt, und es wird auch darauf hingewiesen, dass diese Verbannung dem Nichtverbreitungskernwaffenvertrag von 1968 entgegensteht. Dieser Vertrag erlaubt ja prinzipiell Atomwaffen, erlaubt die Waffen denjenigen Staaten, die im Jahr 1967 schon Atomwaffen hatten. Und das sind natürlich die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Und daneben gibt es, wie wir wissen, auch noch nicht deklarierte Atommächte. Und Deutschland sagt ganz klar, dass die Mitwirkung an der nuklearen Abschreckung der NATO nicht möglich wäre, wenn Deutschland diesem Vertrag beitreten würde. Hiergegen sagen jetzt aber die Wahlprogramme der Parteien, dass ein Beobachterstatus anzustreben sei. Also die SPD sagt, Deutschland soll Beobachterstaat werden, und Bündnis 90 Die Grüne sagen, Deutschland solle beitreten. Das wäre aber nach meiner Rechtseinschätzung, ist ein Beitritt nicht möglich ohne Kündigung des Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrags und der NATO, und das wäre natürlich Wahnsinn. Also zum Abschluss wollte ich noch sagen, dass diese Verantwortung, die Deutschland jetzt angesonnen wird und die Deutschland meiner Ansicht auch noch auch wahrnehmen sollte, ist einerseits das, was ich eben gesagt habe, das Völkerrecht daran teilzunehmen, Völkerrecht zu entwickeln. Zweitens das Völkerrecht natürlich selbst einzuhalten. Drittens aber auch, und das ist ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, Völkerrechtsverletzungen von anderen nicht einfach schweigend hinzunehmen oder gar zu billigen, sondern das anzusprechen, klar zu benennen, wenn andere Völkerrecht verletzen, weil das für die Festigung des Völkerrechts, was sowieso nur eine sehr schwache und dünne Ordnung ist, sehr wichtig ist. Demgegenüber sagte also kürzlich das Bundesverwaltungsgericht in dem Urteil zu dem Drohnen-Satellitenrelais-Stützpunkt Ramstein für die US-Drohnen im Jemen. Da gab es ja ein Gerichtsverfahren, und da hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt im November letzten Jahres festgestellt, dass Deutschland durch die Tolerierung dieser Drohnenangriffe, selbst wenn da möglicherweise Völkerrecht verletzt wird durch unterschiedslose Angriffe, dass Deutschland keine Verfassungsverletzung, keine Grundrechtsverletzung begeht, insbesondere nicht die Schutzpflichten gegenüber jemenitischen Bürgern verletzt, weil Deutschland alles getan hat, was zu tun ist. Und da hat das Gericht auch interessante Ausführungen gemacht zu dieser Frage der Bandbreite, die Caroline Moser eben angesprochen hat, und hat gesagt, ja, das Völkerrecht ist gerade so strukturiert, es gibt keine zentrale Gerichtsbarkeit. Deswegen kommt den Rechtsauffassungen, die einzelne Staaten vertreten, ein stärkeres Gewicht zu, und hier gibt es eine Bandbreite, und deswegen muss Deutschland grundsätzlich die Rechtsauffassung, die die USA vertreten, dass nämlich die Drohnen völkerrechtskonform sind, akzeptieren. Und außerdem sei die Bundesregierung auch befugt, sich mit öffentlichen Verlautbarungen, die dann möglicherweise noch Pressekritik Vorschub leisten würden, zurückzuhalten. Denn das darf die Bundesregierung, und es ist auch nicht Aufgabe der Gerichte, hier was zu sagen. Denn das Oberverwaltungsgericht Münster hatte nämlich vorher gesagt, Deutschland muss sich äußern, Deutschland muss die USA mit unserer Völkerrechtsauffassung konfrontieren. Und das ist auch kein außenpolitisches Problem, weil wir ja beides rechtsstaatliche Demokratien sind. Und da sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht, dazu darf sich das OVG Münster überhaupt nicht äußern. Das liegt im Spielraum der Bundesregierung. Also wenn sich Deutschland völkerrecht positioniert und was es meiner Ansicht nach tun soll, dann muss das die Bundesregierung und das Parlament in erster Linie tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr breiten Bogen auch aufgemacht, einen weiten Bogen gespannt. Und ich denke, dieses Spannungsverhältnis, das Anne Peters am Ende nochmal umrissen hat, nämlich einerseits der Anspruch Deutschlands, der ja auch eingelöst wird, ein Normshaper zu sein, der auch eine lange Tradition hat in der Bundesrepublik, und andererseits eben das Erfordernis,
dieses Normshaping auch zu beglaubigen durch die Garantie dieser Normen, dadurch auch gewissermaßen eine Art Order-Shaper zu sein auf eine längere Sicht. Wie sich das verhält und wie sich da zu bewegen ist in diesem Spannungsfeld, das wird ein Thema sein, denke ich, das in der Diskussion jetzt vertieft werden kann. Ich würde gerne den Panelisten nochmal die Möglichkeit geben, kurz aufeinander zu Bezug zu nehmen, wenn es Bedarf gibt, nochmal rückzufragen oder konkret zu bestimmten Punkten sich zu äußern. Und dann werden wir auch gleich den Raum öffnen für die Diskussion mit allen. Möchte von Ihnen jetzt jemand, Herr Masala? Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde mich gerne zu einigen Punkten von Herrn Marxen äußern, wo ich glaube, entweder Missverständnis vorherrscht oder wir grundsätzlich eine andere Position haben. Also Sie haben gesagt, und das teile ich ja, die Interventionen sind alle gescheitert. Mehr oder minder in unterschiedlicher Form, also da sind wir auf einer Linie. Mein politischer Punkt ist aber, Sie können in Zukunft nicht ausschließen, dass wir vor einer Situation stehen, auch wenn momentan, und ich sage jetzt mal so, eigentlich schon seit Jahren, es keinen Appetit mehr gibt auf Afghanistan-Style-Missions, können Sie es potenziell nie ausschließen, dass Sie dennoch irgendwann mal gezwungen werden, diese Frage zu beantworten, sowas nochmal zu machen oder nicht. Und deswegen wäre meines Erachtens politisch der völlig falsche Schluss zu sagen, wir begraben das jetzt endgültig. Ja? Weil das ist sozusagen... Das mag zwar sehr sauber völkerrechtlich normativ deduziert sein, aber politisch ist es völlig unrealistisch. Der zweite Punkt ist, ich habe mich nicht bezogen auf China und Russland drohen. Also China und Russland sind Staaten, die vor allen Dingen die Russische Föderation, China zum Teil auch in Asien, die sozusagen, wenn man daran Interesse hat, und das ist jetzt nicht meinerseits normativ gemeint, ja, sondern wo sozusagen das normale Prinzip der Abschreckung funktionieren muss, damit überhaupt Kooperation möglich ist auf der Basis. Wenn ich gesagt habe in einem Zeitinterview, das Drohen von Einsätzen, die Drohung mit dem möglichen Einsatz vom Militär ist Teil sozusagen jeder Diplomatie, dann bezieht sich das auf dieses Gängige, was Franzosen, Briten, Russen auch machen, Chinesen auch machen und Amerikaner auch machen, sozusagen all options are at the table. Also das Primat oder das Primäre ist es, eine diplomatische Lösung für ein Problem zu erzielen. Manchmal gibt es aber auch nur militärische Lösungen für militärische Probleme. Aber ich rede jetzt hier von diplomatischen Problemen. Nehmen Sie das Atomabkommen mit dem Iran. Wenn da nicht permanent die Drohung sozusagen mit Militärschlägen über dem Iran gehangen hätte, hätte der Iran sich anders verhalten und länger verzögert und rausgezögert. Letzten Endes war es dann, und so weit will ich ja gar nicht gehen, die klandestinen Aktivitäten irgendwelcher Akteure, wir vermuten alle, der Amerikaner und der Israelis, jetzt geht hier bei mir irgendwas komplett durcheinander. Können Sie mich noch verstehen? Ja, wir können Sie verstehen. Okay, ich glaube, es ist alles wieder im Lot. Ja, es hat hier gerade jemand interveniert, aber ich denke, wir haben das eingehegt gerade. Ist alles okay. Aber das ist halt der große Unterschied. Während wir, ich sag mal, Ultima Ratio als das wirklich letzte Mittel interpretieren das andere staatliche Akteure Ultima Ratio als das extremste Mittel, dessen Androhung man aber durchaus einsetzen kann, um das zu erzielen, was man erzielen will, nämlich einen diplomatischen Verhandlungserfolg. Also von daher, wenn ich sage, Drohung heißt nicht sozusagen, das heißt ganz einfach, das Militär ist genauso wie Sanktionen, wie positive oder negative Art, ist ein normaler Teil des diplomatischen Prozesses. So, und sollte nicht ausgeschlossen werden, um bestimmte politische Ziele zu erzielen. Mit Blick auf Frau Moser kann ich nur sagen, da teile ich eigentlich absolut alles. Ich würde nur mal gerne den Punkt noch mal viel, viel stärker machen, den Frau Moser gemacht hat, weil sie den nur auf Frankreich bezogen hat. Der gilt auch für andere Staaten in der NATO. Politisch gesehen sind wir schon seit einigen Jahren in diesen Organisationen so ein bisschen unsichere Kantonisten. Ja, also, sehr überspitzt gesagt, der Deutsche im Einsatz macht gerne die Feel-Good-Sachen
und lässt den Dreck den größeren sozusagen Allianz- und Koalitionspartner machen. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Mitsprache. Das ist völlig in Ordnung, wenn wir sagen würden, in unserem Selbstverständnis, wir sind halt eine machtpolitisch sind wir sozusagen mittlere Bundesliga, haben keinen größeren Anspruch. Es ist aber so, dass wir versuchen ständig auf die Ob-Pläne und ich sage jetzt mal die Mandatsformulierungen in diesen Organisationen einzuwirken. Und zwar so, dass diese dreckigen Sachen auch gemacht werden. Nur wenn die Dinger dann durch sind, dann sagt sozusagen die Bundesregierung, sehr überspitzt formuliert, super, viel Erfolg, USA, Großbritannien und Frankreich. Wir sind dann irgendwo anders und machen eher die Sachen, die weniger gefährlich sind und wir drücken euch die Daumen. Das ist jetzt sehr überspitzt und zynisch formuliert. Aber das ist das große Problem. Das wollte ich nochmal viel stärker unterstreichen, als Frau Moser es gemacht hat, weil es nicht nur Kontinent hat. Und Frau Peters, ich glaube, sozusagen die große Differenz, Sie haben die Anarchical Society von Hedley Bull erwähnt. Und da gibt es eine realistische Lesart und es gibt sozusagen eher eine konstruktivistische Lesart. Ich komme eher sozusagen aus dem Kenneth Waltz-Bereich, wo die Society zwar da ist, aber wirklich sozusagen auch, und ich lese den Bull auch so, der sagt, Großmächte müssen sich als Manager des internationalen Systems verstehen. Und dann kann dieses internationale System stabil sein. Und mein Punkt ist, wir leben jetzt in einer Zeit, in der sich die Großmächte nicht mehr als Manager verstehen, weil sie halt in diesem machtpolitischen Konflikt um eine neue Konfiguration im internationalen System befinden. Und das erzeugt ein Druckbezeichnung. Das war's. Okay, vielen Dank. Möchte von den anderen noch jemand sich äußern? Christian? Nur also wirklich ganz zwei Sätze, da ich direkt angesprochen worden bin, Herr Marsala. Ja, vielen Dank für den Punkt. Ich würde das nochmal ganz kurz auf die Frage runterbrechen wollen, wie will man eigentlich internationale Normen gestalten? Das ist, finde ich, glaube ich, eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Caroline Moser hat es auch angesprochen. Und da gibt es jetzt die Tendenz, hatte Caroline Moser gesagt, man kann sozusagen die Unbestimmtheitsräume ausnutzen, man kann die aktiv gestalten. Das ist eine Strategie und man kann das Ganze dann auch noch untermauern mit zum Beispiel militärischen Handlungen. Das ist eine Strategie. Mein Punkt wäre, dass diese aktiv-konfrontative Richtung eher dazu tendieren wird, die internationalen, die regelbasierte Ordnung im Sinne einer von rechtsnormbasierten Ordnung zu unterlaufen. Es ist natürlich schwierig, wenn man sich international einigen möchte. Und wenn die Option des unilateralen, der unilateralen Handlungsweise, dessen wir schließen uns hier mit 5 von unseren Lieblingsstaaten zusammen und intervenieren einfach irgendwo, weil es im Sicherheitsrat so schwierig ist, wenn das ganz naheliegend ist für andere Staaten, dann glaube ich, haben wir ein Problem, denn dann wird nämlich die Möglichkeit der internationalen Einigung noch weiter unterminiert, weil sie noch weiter sozusagen als Möglichkeit in den Hintergrund tritt. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sagen, Drohung, würde ich mich auf den Rechtsstandpunkt stellen. Drohung von mir aus ja, wenn sie autorisiert ist, wenn der Sicherheitsrat sagt, wie zum Beispiel Fall Irak 1990, Kuwait, eine Situation, wo er sagt, wenn du nicht, dann machen wir, dann intervenieren wir. Das ist eine Situation, da kann man drohen. Andernfalls sollte man nicht drohen, weil man damit gegen das völkerrechtliche Gewalt- und Interventionsverbot verstößt. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne öffnen für das Publikum. Wir haben schon eine Frage, die reingekommen ist. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, schreiben Sie bitte kurz Ihren Namen in den Chat. Falls Sie nicht persönlich die Frage stellen wollen, und wir machen Ihnen dann die Kamera an, falls Sie die nicht persönlich stellen wollen, dann schreiben Sie die ganze Frage gleich in den Chat hinein und dann tragen wir die hier vor. Also bitte äußern Sie sich, melden Sie sich zu Wort. Die erste Meldung habe ich hier schon von Florian Kriener vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Lieber Florian, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Alexandra, und vielen Dank an die Panelistinnen und Panelisten für die sehr spannende Diskussion. Ich habe eine etwas provokante Rückfrage an Herrn Marsala. Und zwar habe ich Sie zugespitzt so verstanden, dass Sie meinen würden, man müsste das Völkerrecht in gewisser Weise überwinden, weil es die Staaten, sofern sie handlungsfähig sein wollen, zu stark einschränkt. Dabei würde ich vor allem sagen, dass das völkerrechtliche Gewaltverbot sich dadurch ausgezeichnet hat, in den letzten Jahren auch wandlungsfähig zu sein. Vor allem, wenn man sich den Syrien-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts anschaut, kann man sehen, wie da zum Beispiel eine Regel im Gewaltverbot, dass man gegen nichtstaatliche Akteure keine Gewalt anwenden kann, dann sich auch wandeln kann.
und eben auch vor allem durch regionale Organisationen vielfältige Gewaltansätze legitimiert und gerechtfertigt wurden. Und deswegen wollte ich nochmal nachfragen und auch mit Blick auf das Wahlprogramm der Grünen, ob es nicht sozusagen in dem aktuellen System, wie es ja gerade besteht, nicht genug Möglichkeiten gibt, auch sozusagen aktiv zu sein. Und im Wahlprogramm der Grünen steht eben drin, dass wenn der Sicherheitsrat in dem Sinne blockiert ist, man eben auch zurückgreifen könnte zum Beispiel auf die Generalversammlung, die unter der Resolution Uniting for Peace was machen könnte. Also es ist ja nicht so, dass wenn ein Staat alleine etwas blockieren möchte, das ganze System außen vor gibt. Es gibt ja vielfältige regionale oder auch andere Gremien dafür, sodass sozusagen diese doch echt sehr radikale Position zu sagen, wir gehen darüber hinaus, vielleicht nicht notwendig ist. Ja, vielen Dank. Herr Masala, möchten Sie gleich antworten? Ja, also ich mag überspitzte Formulierungen, aber sie sollten einen Kern Wahrheit enthalten. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir sollten das Völkerrecht überwinden. Ich sage sozusagen, mein Kernpunkt ist, die Bundesrepublik Deutschland versteckt sich gerne hinter dem Völkerrecht, um politische Fragen nicht stellen zu müssen. Und natürlich ist das Völkerrecht wandlungsfähig und ich kenne diese Syrien-Fälle. Kommen wir zu den Grünen. Uniting for Peace. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, 12 oder 13 Mal gezogen worden, ein einziges Mal für den Fall militärischer Anwendung im Korea-Konflikt. Damals eine kleine, feine Generalversammlung mit sozusagen einer stabilen, pro-westlichen Mehrheit. Also rein praktisch kann ich mir nicht vorstellen, wie man die Frage einer militärischen Intervention, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, heute noch in die Generalversammlung mit ihren 190, 191 Staaten reinlegt, um dort sozusagen das zu bekommen, was man vom Sicherheitsrat gewollt hätte. Das klingt gut, ich halte es für komplett nicht praktikabel. Deswegen finde ich diesen grünen Vorschlag, ja, das ist sozusagen der Versuch der Grünen, so eine Malaise aufzulösen, die sie nicht aufgelöst bekommen in dieser, also im Rahmen der VN zu bleiben, um dann doch sozusagen irgendwas VN-mäßiges als Legitimation zu bekommen. Aber ich halte es einfach für komplett nicht praktikabel mit der heutigen Generalversammlung. Okay, ich würde die Frage auch gleich nochmal auf dem Panel weitergeben. Anne Peters hat vielleicht auch noch eine Positionierung dazu. Nein? Nö, ich stimme Herrn Masala zu. In dem Punkt, dass es Uniting for Peace immer wieder genannt, aber bringt, glaube ich, tatsächlich nichts. Wobei man sagen muss, dass das ja dann schon auch ein gewisses internationales Meinungsbild wiedergibt. Also wenn man eine Intervention beispielsweise im Sicherheitsrat eben nicht hat autorisieren können und wenn man es dann nicht mal schafft, in dem Sinne das, was man als eine Art von Weltöffentlichkeit hat, also argumentativ in der Generalversammlung und natürlich sind da alle möglichen politischen Zwänge auch am Werke, dass dann nicht die Staaten einfach nur frei deliberieren und dann überlegen und eine Position finden. Gleichzeitig trotzdem ist das ja das, was am nächsten kommt zu dem, was man als Weltöffentlichkeit, was der Staaten zumindest da versammelt hat. Wenn man da eben damit nicht durchdringt, dann sind vielleicht auch die Argumente oder ist vielleicht tatsächlich das auch nicht so gut, weil eben zum Beispiel viele Entwicklungsländer sagen, diese Art von Intervention wollen wir lieber nicht haben, weil das tendenziell eben etwas ist, was sich eher gegen uns kehrt, weil es von den mächtigen Staaten ausgeht, was eben dann vielleicht auch zum Hintergrund hat, wie diese Regeln in der Vergangenheit praktiziert worden sind. Ich darf da nur ganz kurz einwerfen. Ich glaube nicht, dass das die Grünen im Sinn hatten, als sie das niedergeschrieben haben. Ja, Anne Peters hat die Hand gehoben und Caroline auch. Und gerne Caroline als erstes. Ja, Caroline? Ich möchte gerne die Frage aufwerfen, was denn tatsächlich passiert, wenn in einem gewissen Kontext keine VN-Resolution zustande kommt, also des Sicherheitsrates. Das steht ja auch in manchen Parteiprogrammen, dass aber die Bundeswehr schon intervenieren soll, wenn es zum Beispiel irgendwo die Gefahr eines Genozids gibt. Was machen wir aber, wenn dann tatsächlich der Sicherheitsrat sich nicht einigt? Das wäre eine ganz, ganz schlimme Situation. Wollen wir was verteidigen, können es aber nicht. Und dann, glaube ich, muss man in Deutschland auch darüber nachdenken, ob
ob dann zum Beispiel das Mandat eines anderen Bündnisses ausreichen würde. Im Moment machen wir das immer kumulativ. Wir haben immer Vereinte Nationen und EU oder dann die NATO, aber meistens ist es VN und EU. Und was würde wirklich im schlimmsten Fall passieren, wenn es kein Sicherheitsratsmandat gäbe? Würden wir dann trotzdem intervenieren oder nicht? Und ich glaube, da ist man sich noch nicht so sicher, was dann eigentlich passiert. Natürlich hoffen wir alle, dass dieser Fall nicht eintritt, aber man weiß eben nicht, ob er dann vielleicht irgendwann mal kommt. Ja, Anne Peters? Naja, genau diese Situation hatte man ja im Kosovo vermeintlich mit dem drohenden Genozid und hat dann deswegen die Intervention ohne Sicherheitsrat gemacht mit der NATO. Im Nachhinein hat sich das herausgestellt, dass die Fakten, auch die Faktenlage vielleicht gar nicht so war, dass ein Völkermord an Kosovaren gar nicht bevorstand und jedenfalls nicht eindeutig, sondern dass natürlich auch andere Ziele verfolgt wurden. Aber ich will das nicht ausschließen, damals historisch, dass auch viele Politiker gutgläubig waren und die Fakten einfach nicht so bekannt waren. Aber jedenfalls hat ja diese Kosovo-Intervention die gesamte Diskussion ausgelöst und hat dazu geführt, dass das Konzept der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, entwickelt wurde, was auch in den Wahlprogrammen jetzt noch rumgeistert sozusagen, zum Beispiel im FDP-Programm. Und dieses Konzept, die Idee der Schutzverantwortung, ist aber jetzt im internationalen Konsens so stark zurückgeschraubt worden, dass Einigkeit besteht, dass militärisches Eingreifen dennoch nur über den Sicherheitsrat und nicht ohne den Sicherheitsrat. Es gibt, wie Sie wissen, die, und Sie haben es ja auch selber erwähnt, die Initiative von Frankreich zum Beispiel, die Ausübung des Vetorechts im Fall von solchen schwersten Verbrechen, dass die P5 sich dann selbst verpflichten sollten, in so einem Fall das Veto nicht auszuüben. Und das finde ich, um jetzt auf Florian Kriners Hinweis nochmal einzugehen, einen guten Ansatz zur Rechtsentwicklung, sogar ohne Charta-Änderungen möglich. Nur ist eben das Problem, dass außer Frankreich kein anderer der P5 bereit ist, sich da selbst zu verpflichten. Und da kann, das nützt nichts, dass über 100 andere Staaten der Welt das auch gut finden, weil letztlich geht es ja nur um die P5 hier. Ne? Ja. Jetzt damit weiter, Herr Masala. Ich glaube, Herr Marxen war vor mir. Okay. Gut, mein kurzer Einwurf würde sich darauf beziehen, auf die Überlegung, auf die sich immer sehr viel fokussiert, die Blockade des UN-Sicherheitsrates. Das ist sicher ein Phänomen, was in der Realität existiert, aber ich finde, man muss auch sehen, dass der UN-Sicherheitsrat ja in vielen Zusammenhängen durchaus Resolutionen beschließt, darin funktional ist. Und man muss auch sehen, dass jetzt zum Beispiel Fälle, die so umstritten sind wie Syrien, dass da tatsächlich auch in der Sache eine Schwierigkeit liegt. Es ist keineswegs so, dass die militärische Intervention in Syrien in irgendeiner Weise etwas ist, wo man denkt, ja, das ist ja ganz naheliegend und das ist auch erfolgversprechend. Man sieht ja, dass die Intervention, also auch dann zum Beispiel Waffenexporte an die Opposition, also dass da die Opposition aufgebaut wurde. Auch in Libyen sieht man das, also die sozusagen der Aufbau der Oppositionsgruppen hat ja im Ergebnis nicht dazu geführt, dass irgendwo die Situation insgesamt besser geworden ist. Und insofern ist möglicherweise die sogenannte Blockadehaltung, die sich da artikuliert hat, auch etwas, was ein, ich sag mal, legitimer Streit in der Sache ist, ungeachtet dessen, dass Russland dann natürlich seine Agenda verfolgt und das, also wie andere Staaten auch. Also das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube erstmal, dass die Schwierigkeit zu bestimmen, wie kann man überhaupt mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in Syrien umgehen, wirklich eine sehr schwierige und vielleicht auch eine dilemmatische Frage ist, für die es leider keine schöne Antwort gibt. Ja, das ist wohl so. Ich glaube, wir machen hier nochmal mit unserem Fragesteller einen Versuch. Du, ich glaube. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Aber wir haben hier eine Frage. Wir haben hier eine Frage im Chat von Maximilian Wassmuth, Doktorand am Institut für internationale Angelegenheiten der Uni Hamburg. Er sagt, er kann die Frage leider nur schriftlich stellen, weil er im Zug sitzt und möchte sie am liebsten an Frau Peters adressieren.
Was halten Sie von einer Vision einer Weltordnung, die aus zwei parallel existierenden Ordnungen besteht, die jeweils von den normativen Vorstellungen der zwei Großmächte USA und China geprägt sind? Und zwar in den Politikbereichen, in denen ein dicker normativer Konsens notwendig ist. Und in jenen Politikbereichen, die nicht einen solchen dicken, wie er das nennt, normativen Konsens benötigen, könnte dann quasi als Dach eine universelle Ordnung existieren, die nur einen dünnen normativen Konsens benötigt. Das könnte man dann ja Rule-Based Order nennen. Aber eine dünne normative Ordnung, die dann ein Mindestmaß an globaler Kooperation sicherstellt, zum Beispiel im Bereich der Klimapolitik. Also wie sieht es aus mit solchen dicken und dünnen normativen Ordnungen? Ja, vielen Dank für die Frage. Letztlich bestehen ja schon regionale Parallelordnungen, wo jeweils dann ein dickerer Konsens herrscht. Von daher ist das gar nicht so utopisch, das Szenario, was Sie da ausgemalt haben. Zum Beispiel ist es ja so, dass innerhalb Europas in Bezug auf Menschenrechtsschutz zum Beispiel andere Wertvorstellungen und auch andere Rechtsnormen existieren, die auch durchsetzbar sind. Europäischer Menschenrechtsgerichtshof, als in Asien, wo es überhaupt kein verbindliches Menschenrechtsinstrument gibt. Das Problem ist nur, dass gewisse Probleme, Sie haben Klima angesprochen, die sind einfach per se globaler Natur. Man kann leider den Planeten nicht aufteilen in einen, in einen, wo dann kein Global Warming stattfindet. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als in dem Punkt dann eben doch einen dickeren Konsens herbeizuführen, wenn wir nicht alle dran zugrunde gehen wollen. Ja, vielleicht kann man da auch nochmal auf die Frage eingehen, wie der Beitrag des Völkerrechts oder der Völkerrechtswissenschaft auch aussieht, wenn es um die Herstellung solcher Konsense geht in Zeiten, wo wir auch sehen, das ist ja angesprochen auch in der Frage von Herrn Wasmuth, dass wir eben parallele Ordnungsmuster und Ordnungsvorstellungen sehen können, die auch jeweils sich in völkerrechtlichen Ordnungen widerspiegeln. Hier sind China und die USA genannt als Repräsentanten solcher sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Vielleicht könnten da die anwesenden Völkerrechtskollegen auch was dazu sagen, wie auch der wissenschaftliche Beitrag aussehen kann in einer solchen Welt zunehmend divergierender Ordnungsvorstellungen. Ja, Anne Peters hat die Hand gehoben. Ja, gerne, aber Christian auch Christian Marxen. Christian Marxen sehe ich auch, genau, er hat die Hand hier so vor dem Regal, jetzt sehe ich sie. Ja, Christian. Kann gleich die Trialoge auch ansprechen. Okay, super, ja. Also ich wollte ganz kurz historisch nochmal sagen, dass das zu der Frage von Herrn Wasmuth, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Fall. Wir können auch historisch ja viele Parallelfälle sehen. Also wenn wir nochmal an die Zeit des Kalten Krieges denken, sozialistisches Völkerrecht sogenanntes, also die Aufteilung der Welt in Sphären, wo auch verschiedene Normen letztlich galten. Also dass zum Beispiel die Brezhnev-Doktrin als proklamiertes Interventionsrecht der Sozialisten oder der Sowjetunion letztlich in anderen sozialistischen Staaten, aber auch sozusagen die Monroe-Doktrin in ihren aktualisierten Ausformungen, die von den USA behauptet wird, wo sozusagen bestimmte Vormachtstellung in bestimmten Bereichen formuliert wird. Das ist ein Gedanke, der im Völkerrecht ja alt ist oder sich immer wieder findet, zyklenhaft. Und ich glaube, möglicherweise ist jetzt eine Zeit, wo dieser Gedanke angesichts von Diskrepanzen wieder sozusagen an Attraktivität gewinnt. Könnte sein, ist natürlich problematisch, insofern man das Gemeinsamkeitsstiftende verliert und eben auch die bestimmte Probleme, wie Anne Peters das gerade gesagt hat, sich eben wahrscheinlich schwerlich in so einer ganz dünnen Konzeption von normativer Regulierung wiederfinden lassen. Ansonsten ganz kurz noch zur Frage von Alexandra Kämmerer. Da glaube ich, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass wir auf völkerrechtswissenschaftlicher Ebene, sage ich mal, auch den Austausch finden und auch sehen, wie tatsächlich die völkerrechtlichen Konzepte unterschiedlich gesehen werden. Und wie eben mit welchen auch unterschiedlichen interpretatorischen Prämissen Personen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt an die Normen herangehen. Weil ich glaube, nur wenn wir diese Art von Perspektivenübernahme letztlich auch hinkriegen und auch hinbekommen, in unserer wissenschaftlichen Auseinandersetzung das aufzunehmen, dann haben wir irgendwie eine reale Chance, dass tatsächlich da im Ergebnis auch Normen, also sagen wir mal,
wissenschaftlich aufbereitetes Verständnis von Normen resultiert, was allgemein akzeptabel ist. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Prozess, aber ich habe Anne Peters so verstanden, dass sie jetzt gleich noch was zu einem zu den Trilogs sagen möchte. Vielleicht ist das ein guter Punkt, dass ich mal meinen Beitrag beende und an Sie nochmal übergebe. Ja, ganz kurz. Christian Marxen und ich sind in einem Projekt, das wir Max-Planck-Trialoge nennen, wo wir genau das versuchen, diesen Perspektivenwechsel und den Multiperspektivismus, dass wir bewusst versuchen, Forscher aus verschiedenen Regionen der Welt und mit verschiedenen ideellen Vorverständnissen auf eine Fragestellung loszulassen, um das herauszukitzeln, eben die unterschiedlichen Vorverständnisse und die unterschiedlichen Herangehensweisen, die natürlich in der unterschiedlichen Sozialisation begründet liegen, um das einfach stärker sichtbar zu machen, diese, die teilweise nur sehr dünne, der nur dünne Firnis von Normen. Caroline Moser hat es ja auch angesprochen, dass in Wirklichkeit sich sehr viele Unterschiede verbergen. Aber ich glaube, dass man mit dem Rawlson-Schlagwort Overlapping Consensus hier auch weiterkommen kann, dass man also versucht, Normen zu finden, die ganz unterschiedlich begründet werden können, kulturell unterschiedlich, sodass sich Leute schon einigen können auf Normen mit jeweils anderen Motiven. Und das muss man aber thematisieren und dazu kann die Forschung auch einen Beitrag leisten, glauben wir. Ja, vielleicht dazu noch erwähnenswert, wir werden dieses Projekt auch im nächsten Sommer voraussichtlich in Berlin vorstellen und auch nochmal zeigen, wie bisher in den Teilprojekten anhand verschiedener Themenfelder diese Art von intersubjektiver Verständigung exemplarisch ausgetestet wurde. Und da wird es also auch nochmal Gelegenheit geben, diesen methodischen Zugang näher kennenzulernen. Bevor ich weitergebe, vielleicht noch ein Gedanke zu dem Punkt, den Christian gemacht hat, dass wir historisch natürlich immer auch solche Formen von dicken und dünnen Ordnungen, auch von gleichzeitig koexistierenden Ordnungen gehabt haben. Das wird natürlich in dem Moment problematisch, wo man Phänomene hat und mit Phänomenen umgeht, die wie der Klimawandel sogenannte Risk Multiplier sind, also die sozusagen dazu führen, dass man eigentlich nicht mehr so genau trennen kann, auch wie man themenbezogen bestimmte Ordnungsstrukturen gliedert. Und gerade die Bundesrepublik hat ja in ihrem Vorgehen auch im Sicherheitsrat und in den Aktivitäten im Sicherheitsrat, in dem sie den Klimawandel thematisiert hat als Problem und auch im Blick auf diese risikoverstärkende Bedeutung des Klimawandels hier eigentlich eine Vorgehensweise stark gemacht, die stärker tatsächlich auf eine gemeinsame Ordnung, die ermöglicht, damit umzugehen, setzt. Also da ist die Frage, inwieweit auch angesichts der Herausforderungen, denen wir uns gegenwärtig gegenübersehen, wie weit das überhaupt realistisch ist, darauf zu setzen, dass es möglich sein wird, auch solche parallelen koexistierenden Ordnungsstrukturen zu kultivieren und weiterzutreiben. Aber da möchte ich erst nochmal an Caroline jetzt geben, die war, glaube ich, die Erste, und dann an Herrn Marsala. Ja, vielen Dank. Nur ein kurze noch Bemerkung zu diesen zu der Angelegenheit des Perspektivenwechsels sehe ich genauso. Ich glaube, dass man tatsächlich nur das Völkerrecht fortentwickeln kann, wenn man versteht, was der andere eigentlich mit dem gleichen Begriff meint. Und da möchte ich aber auch noch einen kleinen Warnhinweis geben. Nicht alle Auslegungen des Völkerrechts sind meiner Meinung nach gleichmäßig legitim. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also die eine Auslegung kann nämlich Menschenrechte völlig außen vor lassen oder Gleichstellung in Frage stellen oder Minoritäten unter den unter dem Deckel halten. Und da, glaube ich, muss man auch ehrlich genug sein zu sagen, ja, wir sind für Meinungsdiversität. Aber es gibt gewisse Meinungen, die zumindest mit der Auffassung, die die meisten westlichen Staaten vertreten, so nicht vereinbar sind. Und dann muss man sich schon fragen, wie man damit umgeht. Und da finde ich, da muss man auch ehrlich genug sein, dass zum Beispiel viele Scholars aus China nicht nur einen anderen Blick darauf haben, sondern auch wirklich andere Prioritäten haben. Und die sind scheinbar und nicht nur scheinbar, auch manchmal einfach nicht kompatibel. Also da müssen wir auch als Wissenschaftler selber uns überlegen, wie wir damit eigentlich umgehen. Das war mein Punkt dazu. Aber ich glaube, das obliegt nicht nur der Wissenschaft, es obliegt natürlich auch der Politik. Und hier gibt es ein gutes Positivbeispiel, nämlich, dass man einfach mal juristisch Fakten schafft. Und das macht die EU ganz ausgezeichnet, wenn es um Marktangelegenheiten geht.
Also zum Beispiel die DGRP, also wenn es um Datenschutz geht, da hat die EU diesen Pfeiler eingerammt, an den sich jetzt alle halten müssen, wenn sie auf dem europäischen Markt irgendwie relevant sein wollen. Natürlich ist Sicherheit nicht gleich Cyberraum, aber ich glaube, das ist ein sehr interessantes Beispiel zu sehen, dass man als Block tatsächlich Normen gestalten kann, wenn der Rest mit einem noch interagieren möchte. Und die EU hat genug Gewicht, um diese Sachen zu machen. Ich glaube, dass es schwer sein wird, dass Deutschland alleine Norm-Shaper ist. Es geht nur im Verbund. Und da sollten wir uns Staaten suchen, die ähnlich denken wie wir in der EU, auch transatlantisch, und dann tatsächlich juristische Fakten schaffen über Verträge oder wie auch immer, um zu sagen, das ist der neue Standard oder an dem möchten wir festhalten. Ich glaube, es geht nur so. Die Diskussion reicht nicht. Man muss tatsächlich versuchen, das Recht zu kodifizieren, damit es dann auch zur Anwendung gebracht werden kann. Wenn es denn auch mit Compliance beachtet wird am Ende. Ja, Herr Masala. Ich wollte nur ganz kurz zu SIG und SIN-Ordnungen ergänzen. Also die Voraussetzung für das, was gefragt worden ist und worauf Herr Marx ja auch historisch geantwortet hat und Frau Petersen mit den Trialogen, das sind natürlich hegemonial geführte Blöcke. Das muss man einfach mal so sehen. Also es muss sozusagen einen Block geben, in dem es einen Hegemon gibt oder imperiale Macht. Also kommt darauf an, wie er seine Herrschaftstechnik ausübt, der in der Lage ist, das sozusagen in seinem Block halt umzusetzen und gleichzeitig auf Augenhöhe diese Zinnordnung mit dem anderen Hegemon oder den anderen Hegemonen in verschiedenen Regionen zu führen. Und das ist genau diese Ordnung, die wir hatten im Ost-West-Konflikt, muss man einfach sagen. Also da war sozusagen die globale Ebene, ich würde sie nicht als SIM bezeichnen, die war auch durch und SIG, also wenn man zum Beispiel an Non-Proliferation und solche Sachen denkt. Aber das ist natürlich die Voraussetzung, hegemonial geführte Blöcke, die in ihrem Einflussbereich sozusagen bestimmte Ordnungen etablieren und dann auf der Ebene global miteinander SIN oder SIG sozusagen als gemeinsam empfundene Herausforderungen und Probleme angehen, regeln, dafür finden, Normen setzen und auch versuchen sozusagen die Regeldurchsetzung zu forcieren. Ja, danke. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die möchte ich gerne bündeln und dann haben wir noch Gelegenheit für eine kurze, sehr kurze Schlussrunde. Zunächst Isabel Ley von der Humboldt-Universität zu Berlin und dem MPI Heidelberg. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese sehr interessante Diskussion, die meines Erachtens gezeigt hat, was ja auch häufig beobachtet wird, dass die außenpolitisch-strategische Diskussion und die völkerrechtliche Diskussion doch häufig relativ weit voneinander entfernt geführt werden in unterschiedlichen Diskursen und auch teilweise schwer miteinander vermittelbar. Ich habe jetzt hier auch den Ansatz zum Beispiel von Caroline Moser so verstanden, dass wir eben darüber nachdenken müssen, welche sind eigentlich die Institutionen, vielleicht auch gerade die politischen, nicht nur die rechtlichen Institutionen, an denen diese Debatten stärker zusammengeführt werden können und wo dann eben auch die gestaltende Rolle des Völkerrechts stärker in den Blick genommen werden kann. Und naheliegend ist natürlich, und das wurde ja hier heute Abend auch schon erwähnt, in Deutschland ist diese Rolle oder der Ort für diese Debatte eben der Deutsche Bundestag. Und ich frage mich, oder es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob der Bundestag oder der Parlament, der wehrverfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt, der eigentlich der Ort für diese Debatten ist, in der jetzigen Form so ausgestaltet ist, dass diese Debatten da gut geführt werden. Es gibt ja immer wieder diese Kritik, dass die Einsatzmandate des Bundestags, die auf ein Jahr begrenzt erteilt werden in der Regel, und wo dann detaillierte Aussagen enthalten sind zu der Truppenstärke, die entsendet werden, vielleicht auch zu den Fähigkeiten, auch zu den völker- und verfassungsrechtlichen Grundlagen, dass da eigentlich so eine Art Micromanagement dieser Einsätze betrieben wird, aber eine grundsätzliche strategische Debatte, die heute Abend ja auch ein Stück weit angemahnt wurde, wo steht eigentlich Deutschland in dieser neuen, vielleicht stärker multipolaren Weltordnung, was ist unsere Rolle vielleicht mit den engsten Verbündeten, Stichwort europäische strategische Autonomie, wofür rüsten wir eigentlich auf, wenn wir die Investitionen jetzt in die Höhe fahren, auch auf europäischer Ebene, und welche Art von Einsätzen wollen wir eigentlich in Zukunft und auf welcher völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Grundlage, dass diese grundsätzlichen Fragen oder diese grundsätzliche auch strategische, aber auch rechtliche Debatte, die eben diese beiden Aspekte miteinander verknüpft, vielleicht in der jetzigen Form, wie der Parlamentsvorbehalt ausgestaltet ist,
möglicherweise nicht in idealer Form geführt werden kann, obwohl diese Debatte dringend geführt werden müsste und auch im Deutschen Bundestag geführt werden müsste. Von daher meine Frage, ja, ich kann die gar nicht jetzt an irgendwen spezifisch richten, aber Herr Marsala nickt die ganze Zeit, Frau Bose hat auch den Bundestag angesprochen, aber mich würde natürlich auch interessieren, was Herr Max und Frau Peters dazu denken. Es gab ja schon Diskussionen über die Reform des Parlamentsvorbehalts, Stichwort Rühe-Kommission, die ist gescheitert, aber welche Möglichkeiten gibt es denn abgesehen davon, diese Grundsatzdebatte, die vielleicht auch stärker proaktiv geführt werden muss, nicht immer nur die Frage gestellt werden, was geht alles nicht völkerrechtlich, sondern vielleicht auch, was geht eben und wo steht Deutschland? Wie kann die noch stärker und möglicherweise auch institutionell besser im Bundestag verankert und geführt werden? Müssten dafür möglicherweise Änderungen getroffen werden? Ja, da würde mich Ihre Einschätzung freuen. Ja, ich würde die Antwort dann gleich gerne mit der Schlussrunde verbinden. Hier kommt noch eine schriftliche Frage von Charlotte Magnus aus dem MPI, die fragt, wie können die Ereignisse der Wissenschaft an die Politik übermittelt werden? Wie kann man sicherstellen, dass Wissenschaft nicht nur im abstrakten Diskurs versinkt, sondern tatsächlich auch eine Wirkung entfaltet? Das ist, glaube ich, auch eine ganz passende Frage für diese Schlussrunde. In der Schlussrunde würde ich gern nochmal so vorgehen wie in der Eingangsrunde. Ich würde mit Herrn Marsala gern anfangen und dann mit Christian Marx und Caroline Moser und am Ende mit Anne Peters enden. Gut, vielen Dank. Wie kann Wissenschaft besser in die Politik vermittelt werden? Das ist die 6-Millionen-Euro-Frage. Also ich meine, damit tun wir uns alle seit Jahrzehnten, also nicht die hier anwesend sind, aber sozusagen das grundsätzliche Problem von Wissenschaft, die irgendwie politisch auch wirken will. Und letzten Endes, glaube ich, hat niemand den richtigen Punkt dafür gefunden, weil es von ganz vielen Faktoren abhängt. Das ist wirklich eine eigene Diskussion, was wissenschaftliche Beratung der Politik ist, in welchen Formen und Foren sie abläuft, wann sie erfolgreich ist, wann sie nicht erfolgreich ist. Da will ich mich gar nicht darauf einlassen. Ich will mich auf die Einlassungen von Frau Ley gerne beziehen, bei denen ich viel zustimme. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, das ist nicht sozusagen generell dieser Parlamentsvorbehalt, den wir haben. Das ist letzten Endes das mangelnde Interesse, und das hat ganz, ganz viele Ebenen, das mangelnde Interesse des Deutschen Bundestages, seine Ausschüsse zur strategischen Diskussion zu nutzen. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, ist ein großes Problem, aber damit mache ich vielleicht ein anderes Fass auf, dass diese Mandate, die der Deutsche Bundestag erteilt, und jetzt bleibe ich bei Afghanistan und bei Mali, ne? Also wenn wir jetzt über UNIFIL 2 reden, da würde ich jetzt mal sagen, UNIFIL 2 ist eine straight militärische Mission der Bundeswehr. Da haben wir eine Fregatte, die schippert sozusagen vor dem Libanon rum und mehr ist da nicht. Aber wenn wir Afghanistan oder Mali nehmen, das sind ja in der Konzeption sogenannte vernetzte Ansätze. Also da gibt es einen Bundeswehranteil, da gibt es aber einen AA-Anteil, einen BMZ-Anteil und jetzt kommt drauf an, Justizministerium, Innenministerium, Polizei, alle sind da. Das Mandat gibt es aber nur für die Bundeswehr, ja, mit einer Obergrenze. Die anderen werden da überhaupt nicht thematisiert. Und das spiegelt sich im Deutschen Bundestag wieder, weil diese Einsätze werden strategisch auch nicht vernetzt diskutiert. Also der Auswärtige Ausschuss diskutiert das, was sozusagen das Auswärtige Amt da macht. Der Verteidigungsausschuss ist per se ja eher, wie hat es heute jemand genannt, ein Bundeswehrbetreuungsausschuss. Also der Verteidigungsausschuss diskutiert Anschaffungen und freut sich jedes Mal, wenn irgendwas schiefläuft, dann kann er irgendeinen General oder Staatssekretär oder die Ministerin zitieren und sie sozusagen in den Senkel stellen. Aber da wird ja nicht strategisch diskutiert. Also wir brauchen über solche Sachen auch strategisch Diskussionen in den Ausschüssen, nicht nur an dem Tag, an dem das Mandat verlängert. Und das passiert einfach. Was die Rühe-Kommission gemacht hat, glaube ich, wenn ich mich das noch richtig erinnere, war ja was anderes. Die haben auf das Problem hingewiesen, was in der Tat existiert, zu sagen, es gibt binationale Einheiten, deutsch-französische Brigade zum Beispiel. Die wird in Mali eingesetzt, die Franzosen wurden bei Barkhane eingesetzt, und die Deutschen werden, ich glaube, bei MINUSMA eingesetzt. Aber zusammen ist die noch nie eingesetzt worden. So, und das gilt für AWACS-Flugzeuge und alles sozusagen, was nicht nur deutsch ist. Und da hat die Rühe-Kommission gesagt, da brauchen wir so eine Art Vorratsbeschluss, dass die eingesetzt werden können, wenn grundsätzlich ein Einsatz okay ist. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir möglicherweise, und damit will ich dem Deutschen Bundestag nichts berauben, das soll weiterhin das Mandat geben,
aber möglicherweise sozusagen dann wir so eine Art Entsendeausschuss brauchen. Ja, also sozusagen, nachdem das grundsätzliche Mandat gegeben ist, Entwicklungen mit einem kleineren Gremium, das natürlich analog der Stärke der Parteien vertreten besetzt ist, dass da bestimmte sozusagen Fortschritte oder Erweiterungen diskutieren sollen. So, aber der Deutsche Bundestag hat jedes Mal das Recht, das wieder ins Plenum und in die ursprünglichen Ausschüsse zurückzuholen. Da bin ich mir selber nicht sicher. Nur, der große Punkt ist in der Tat, der Deutsche Bundestag beschäftigt sich nicht strategisch mit diesen Fragen. Und solange das nicht passiert, herrscht hier sozusagen A, in die Gesellschaft ein Problem, weil die gesellschaftliche Diskussion fehlt. Die fehlt auch, weil die Exekutive zu wenig über diese Einsätze redet. Aber gleichzeitig herrscht halt so ein Gap. Weil was steht in einem Mandat? Im Mandat steht Zeit, Mittel, Raum. Und da kann der Bundestag relativ wenig dran drehen. Die große Mandatsfrage aber in Deutschland wird immer vorher entschieden. Die wird dann entschieden, wenn sozusagen in der NATO diskutiert wird, geht man da rein. Wenn in der EU diskutiert wird, geht man da rein. Und wenn man strategisch als Deutscher Bundestag diskutiert, muss man dort einsetzen, weil all das, was der Deutsche Bundestag dann macht, ist im Prinzip ja nur noch filling the gap. Ja? Aber wenn man jetzt, wie es heißt, in Afghanistan waren möglicherweise die Ziele zu hoch oder sowas, da muss man in die übergeordneten Institutionen rein und das muss auch im Bundestag diskutiert werden. Und das passiert nicht. Ja, mal sehen, ob es gelingt, diese gesellschaftliche Debatte, die am Ende auch den Bundestag ein bisschen natscht, in diese Richtung zu beflügeln und zu stimulieren. Christian Marxen. Ja, von mir nur noch ganz kurz zur Frage von Frau Magnusdag. Für das finde ich auch wirklich eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, dass es schon viele Kommunikationskanäle gibt, also auch von praktischer Seite werden ja auch wissenschaftliche Publikationen konsultiert, also jetzt im juristischen Bereich natürlich Kommentarliteraturen und dergleichen und partizipieren natürlich auch an den Debatten, die geführt werden, wenn natürlich auch mit einem anderen Interesse, nämlich natürlich mit einem praktischen Interesse, wo überlegt wird, wie können diese Ergebnisse nutzbar gemacht werden. Und das ist, glaube ich, ein Hin und Her und da gibt es sicher auch verschiedene Zugänge, sodass das irgendwie mitunter nicht als nützlich empfunden wird, was da auf den jeweiligen Seiten gesagt wird. Aber ich glaube, diese Art von gewisser, ja, vielleicht auch dieser Austausch und auch eine gewisse Dissonanz, die da entsteht, kann auch ganz produktiv sein. Aber man darf sich natürlich nichts vormachen, die sozusagen die Schritte sind sehr klein. Aber ich glaube, alle diesen komplizierten Fragen können sie natürlich nur sehr kleinteilig sein. Und zur zweiten Frage von Isabel Ley, da möchte ich, das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe da jetzt auch keine klare Antwort und keinen Vorschlag darauf. Ein Punkt, den ich vielleicht noch anfügen würde, wäre der folgende. Ich glaube, dass es wichtig wäre, hier eben eine gewisse institutionelle Dissonanz eben auch einzubauen. Weil bislang haben wir, wenn wir über den wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt sprechen, ja letztlich die Ratifikationssituation, dass einfach das Parlament sich jetzt überlegen kann, ob sie die von ihr getragene, also von der Parlamentsmehrheit getragene Regierung absetzt oder nicht. Also das ist natürlich jetzt untechnisch gesprochen, aber sie würde natürlich das Vertrauen der Regierung entziehen, wenn sie sagt, der von der Regierung ausgearbeitete Einsatz, der ist so unhaltbar, das könnte keine Regierung auf sich sitzen lassen. Der Schritt ist sehr hoch und damit ist das Ganze eben parteipolitisch sehr hoch aufgeladen. Man kann deswegen eigentlich da keine inhaltliche Diskussion meiner Meinung nach wirklich ernsthaft führen, weil das Ganze eben schon das Ergebnis klar sein müsste. Und ich glaube, da ist ein Schritt, das, was ich vorhin vorgeschlagen habe, der Punkt auch einer juristischen Aufarbeitung, einer juristischen Kontrolle. Das ist was in anderen Rechtsbereichen ganz gut funktioniert, dass man zum Beispiel fragt, wie ist es denn hier eigentlich mit der grundrechtlichen Dimension? Worauf müssen wir denn beim Fernmeldegeheimnis achten? Was darf denn der BND eigentlich im Ausland? Das sind Dinge, da kommen auch gerade aus den juristischen Verfahren Gesichtspunkte in den politischen Prozess und werden dort sozusagen auch als Eckpfosten sind dort präsent und müssen auch im politischen Prozess eben diskutiert und erörtert werden. Das, glaube ich, wäre so ein Punkt, aber tatsächlich, wie man das institutionell richtig gut machen könnte, da werden wir uns bestimmt ja dann, also das ist eine Frage, die uns noch länger umtreiben wird. Ja, vielen Dank. Caroline Moser. Ja, von meiner Seite gibt es drei kleinere Punkte zur Rolle des Bundestages. Herr Masala hatte das schon angesprochen, es gibt eigentlich keine gesellschaftliche Debatte zu diesen ganzen Punkten, weil die Exekutive damit so ein bisschen hinterm Berg hält. Und ich glaube, das spiegelt sich eben im Bundestag auch wieder. Man diskutiert es da relativ ungern, weil es mit einem sehr hohen politischen
ja, gegebenenfalls Problem belegt sein könnte. Also je nachdem, zu welcher Partei man gehört, ist es sehr problematisch, seiner Wählerschaft zu vermitteln, dass man eben doch für den Einsatz in Mali gestimmt hat. Also ich glaube, der Bundestag muss sich damit beschäftigen, das ist ganz wichtig, aber das geht nicht ohne gesellschaftliche Debatte. Und da ist der Bundestag vielleicht auch gefragt, es mehr in die Gesellschaft zu tragen, damit wir uns mal darüber einig werden, was wir eigentlich genau wollen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob die juristische Aufarbeitung tatsächlich die Lösung ist. Ich habe vorher schon mal gesagt, dass die Planung in den meisten Institutionen so ist, dass das vorangeht, dass jedes Land sagt, was es eigentlich einspeisen kann und dann wird das Mandat erstellt und dann wird es eben abgestimmt, dann steht die Mission eigentlich schon und dann geht es in den Bundestag. Und ich glaube, man könnte es so machen, wie es in manchen skandinavischen Ländern der Fall ist, dass man den Parlamentsvorbehalt vorzieht. Dass man zum Beispiel der Exekutive ein Verhandlungsmandat gibt, dass man sagt, du darfst das und das für uns mitverhandeln und damit erschöpft sich aber der Parlamentsvorbehalt. Sprich, man könnte sagen, du darfst ein Mandat verhandeln, in dem es aber keine Kampfhandlungen gibt. Oder du darfst eins verhandeln, in dem es Kampfhandlungen gibt, aber damit ist es dann erledigt. Und ich glaube, dass das auch ganz interessant wäre, weil dann hätte das Parlament die Aufgabe der, der Exekutive eine gewisse eine Zielvorstellung mitzugeben. Und das könnte auch wiederum eine gesellschaftliche Debatte auslösen. Denn wie Christian richtig sagte, im Moment wird eigentlich alles abgenickt und diese Debatte findet nicht statt. Und das finde ich problematisch. Vielleicht könnte man mit diesem vorgeschobenen Parlamentsverhalt erledigen. Letztlich aber noch eine kleine Anmerkung. Wir denken immer über diese klassischen Szenarien nach. Und da ist eben das klassische Szenario, die Bundeswehr wird entsandt ins Ausland, um dort militärische Aktivitäten durchzuführen. Aber wie fällt sich das zum Beispiel bei Cyberaktivitäten? Das ist nämlich der nächste Punkt. Da wird Deutschland oder möchte Deutschland deutlich aktiver werden, wie die von Annette Peters erwähnte Strategie auch ganz klar zeigt. Ja, und welche Rolle spielt ja dann der Bundestag? Also wenn das jedes Mal durch den Bundestag muss und dann da diskutiert wird, dann kann ich meinen Cyber-Rückschlag, glaube ich, eigentlich vergessen. Wenn ich aber nicht zustimme, habe ich ein verfassungsrechtliches Problem. Und für diese neuen Formen, auch gegebenenfalls der Gewaltanwendung, da haben wir noch keine Lösung gefunden. Und damit soll sich der Bundestag auch mal beschäftigen, welche Rolle er da eigentlich hat, wenn es zu diesen neuen Formen kommt. Dabei würde ich es gern belassen. Danke. Vielen Dank und abschließend gebe ich an Anne Peters. Ja, nur kurz. Bin end. Also dieses Micromanagement im Bundestag, nur über einzelne Einsätze zu debattieren und zuzustimmen, diese verkehrte Welt, dass der Bundestag weder strategisch debattiert, noch überhaupt mitwirkt an der Normsetzung, sondern nur an der Durchführung, ist ja genau umgekehrt, eigentlich wäre es ja eine legislative Aufgabe, an der Normsetzung mitzuwirken, das ist natürlich die Schuld des Bundesverfassungsgerichts. Ja? Also das Bundesverfassungsgericht hat den Parlamentsvorbehalt erfunden, sozusagen im Jahr 1994, als Kompensation dafür, dass der Bundestag keine Beteiligung an Normsetzung bekommt, solange kein formaler völkerrechtlicher Vertrag geschlossen wird. Das war schon Thema 1994 und dann hat das Bundesverfassungsgericht nochmal entschieden in dem Urteil zum neuen strategischen Konzept der NATO, Out-of-Area-Einsätze, geografisch und inhaltlich Neuausrichtung nach Neuordnung der Welt und hat da wieder bekräftigt, dass dann, wenn keine formale Vertragsänderung passiert, in dem Fall jetzt vom NATO-Vertrag, dass dann der Bundestag nicht über die normale Verfassungsvorschrift Artikel 59 Absatz 2 zustimmen muss. Und das kann man so verstehen, dass dieses Micromanagement sozusagen der Ausgleich dafür ist und dass eben diese verkehrte Welt dadurch letztlich produziert. Caroline Moser hat eine Idee aus Schweden angeführt. Ich möchte noch eine Idee aus der Schweiz nennen. Da ist es so, dass die Ausweitungen, die Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments ausgeweitet wurden in Richtung Beteiligung an Softlaw-Erarbeitung, also nicht nur Genehmigung von völkerrechtlich formalen Verträgen, sondern auch Mitwirkung an im weichem Recht. Das sind dann zwar noch nicht die großen strategischen Debatten, die hier eingefordert wurden, aber das ist immerhin stärkere Mitwirkung an der Normsetzung, auch jenseits von formalem Völkerrecht. Aber das sind in diesen beiden Staaten historisch und vom gesellschaftlichen Klima
natürlich völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Also bei uns, ich habe immer wieder das Bundesverfassungsgericht erwähnt, unsere Bundesverfassungsgerichtshörigkeit und die Macht des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich genau auch das Gegenstück zu der von Herrn Masala genannten mangelnden Lust an strategischen Debatten. Und das hängt alles noch mit der historischen, hängt mit der Vergangenheit Deutschlands zusammen, also mit dem mit diesem gewissen Pazifismus, der in der Gesellschaft, also eine Art Pazifismus, der in der Gesellschaft schon noch sehr verbreitet ist und der das eben mal ganz anders macht als auch zum Beispiel Frankreich, was von Caroline Moser mal angeführt wurde. Ja, vielen Dank. Wir können, glaube ich, mitnehmen aus diesem Gespräch, dass auf die neue Bundesregierung nicht nur die Herausforderung zukommt, sich mit einzelnen Problemfeldern zu beschäftigen, die heute angesprochen wurden, sondern auch nochmal grundsätzlich die Frage zu thematisieren, wie wir eine strategische Debatte auch breiter in der Gesellschaft, aber auch im Parlament ermöglichen und forcieren können. Ich möchte mich bedanken bei den Panelisten für diese sehr anregende Diskussion, auch für die Beteiligung derer, die hier Fragen gestellt haben. Ich hoffe, Herr Masala, Sie haben es nicht bereut, dass Sie sich in die Höhle des Löwen gewagt haben. Vielleicht kommen Sie auch mal wieder. Sie haben ja neulich in einem sehr schönen Text über Dante geschrieben, dass er auch um der ernsthaften intellektuellen Auseinandersetzung willen auch den Abstieg in die Hölle nicht gescheut habe. Das war hoffentlich keine Höllenfahrt heute. Ich hoffe, wir werden diesen Austausch fortsetzen können und danke Ihnen allen sehr herzlich und wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.